Gut erholt nach gestern. Es ist lustig, dass du fragst. Ich habe bis vor einer Stunde geschlafen. Ich habe bis 2 Uhr geschlafen. Ich war so ausgelaugt. Dieses Spiel hat alles aus mir rausgesaugt. Oh mein Gott. Ich wollt nicht so viel schlafen. Ich will nicht so viel schlafen. Aber mein Körper hat es gebraucht nach gestern. Nee, ich habe die Nacht davor nicht geschlafen, deswegen habe ich wahrscheinlich so lang geschlafen. Hallo JJ, hallo Lennart, hallo Stabilo, hallo Hannes, hallo J-Gamer, hallo Azrael. Gibt es eine Möglichkeit, Pokémon Bank herunterzuladen? Dude, ich bin seit, was? Ich bin seit 1 Minute und 57 Sekunden online. Schau dir mein Video dazu an. Ja, gibt es. Es gibt eine Möglichkeit. Aber dafür mache ich meine Videos. Schau dir bitte mein Video an. Ich hatte aus Versehen meinen Wecker für die Arbeit an. Da dachte ich mir, fuck it. Und dann bist du aufgestanden und hast angefangen, Genshin zu spielen. Nein. Hallo Farsky. Hallo Pictolator. Hallo Dave. Ich bin in der Void, ja. Die Void ist so schwer. Es ist so schwer. Warum tun die Tutorials so, als ob es so einfach wäre? Mein Tutorial wird so viel besser. Ich werde eine eigene Stelle haben im Video, wo ich erkläre, was passiert, wenn man stecken bleibt oder wo man lang muss, wenn man da aus Versehen was falsch macht. Weil ich so viel falsch mache anscheinend. Ich glaube nicht, dass ich was falsch mache. Ich glaube, es ist ein bisschen Randomness mit dabei und da muss man dann durch. Hallo Thomas. Und da ich, nachdem ich gestern wieder eine Stelle verkackt habe, die eine halbe Stunde geht, dachte ich mir, wir machen es heute zusammen. Dann sind hier bestimmt Leute, die mir helfen können. Ihr könnt mir bestimmt aus der Void raushelfen. Aber ich muss nicht raus, ich muss tiefer eindringen. Man glitscht ja schon ordentlich. Eigentlich nicht, es ist eigentlich nur ein Glitch. Und danach ist es einfach nur das richtige Schachbrettmuster abgehen. Aber ich gehe das richtige Schachbrettmuster ab und auf einmal bin ich nicht da, wo ich sein sollte. Deswegen glaube ich, dass der Schrittzähler nicht perfekt ist. Kann man das Arcus dann auch auf Home übertragen? Übertragen kann man das, das ist nämlich der Sinn davon. Das ist das einzige Arceus, was du selber fangen kannst und übertragen kannst. Und ich mache extra auch noch den schwereren Glitch von 2, damit man ihn machen kann, egal wann. Weil der eine ist einfacher, den kann man nur machen, wenn man das Spiel noch nicht durchgespielt hat. Aber wenn man schon durchgespielt hat, oder egal, dann gibt es noch einen anderen, den man machen kann, egal wo man ist im Spiel. Und ich mache den schwereren, weil ich glaube, es ist wichtiger zu zeigen, was man macht, wenn man das Spiel schon durchgespielt hat. Hallo, Salad. Hallo Muck. Hier auf diesem Kanal, dass ich sowas noch erleben darf? Was meinst du? Ist das etwa ein Starting Screen? Nein, siehst du irgendwo Starting Screen? Ich bin doch da. Hallo Mauri Kuhn. Salad, dankeschön für 29 Monate. Oh, Spirit wieder anmachen. Security Cam geht, ja. Ich muss rausfinden, wie ich die fixe. Es ist so nervig. Was Spirit das hier? Okay, fuck, ich habe mir nichts zu trinken geholt. Hallo Carmine. Ich muss mir was zu trinken holen und dann starten wir in der Void. In der Void. Es ist so dunkel in der Void.
Ich brauche eure Unterstützung. Es ist so dunkel und kalt. Man ist so lange darin. So lange in der Void. Die beste Breeding-Methode für Shinies war gleiches Mon aus anderer Region, oder? Ja. Das ist die schnellste. Beste ist es nicht. Aber das ist die... Also die beste ist halt subjektiv. Aber es geht am schnellsten so, weil das Love-Level so am höchsten ist und dann schneller Eier produziert werden. Aber versuch nicht ewig... Wenn du zum Beispiel keins hast, versuch's nicht ewig eins zu kriegen, dann mach's lieber mit Ditto. Was ist vielleicht nicht so leicht, das Gleiche zu kriegen in einer anderen Sprache. Ich frage mich, ob man theoretisch mit solch einem Arcus DQ wird. Was ist DQ? Auf dem VGC-Event, wenn man gehackt-checkt wird? Disqualifiziert. Achso, wenn du mit dem ankommst. Ich meine, es wäre blöd, mit so einem dann anzukommen. Echt, wird man... Muss man, wie läuft es bei so einem Tournament? Wie machen die das? Ist das alles online? Und dann gibst du dein Team an und dann checken die online, ob das Team legit ist? Oder kommst du mit deiner Cartridge und musst deine Cartridge abgeben beim Doktor? Keine Ahnung. Aber hey, solange Pokémon Home es erlaubt, die schauen vor Ort. Okay. Es geht los. JJ, du bist ein Zytomega. Stabilo, du bist ein Tauboss. Und Azrael, du bist eine Sackblume. Und J-Gamer, du bist ein Kekabor. Tauboss knapp an Tauros vorbei. Achso, ein Tauros. Wie genau, weiß ich nicht, aber man hört von immer mehr Leuten, die disqualifiziert werden bei den offiziellen VGC-Events wegen genannten Mons. Gegenten Mons. Was machen die denn da falsch? Weil du kannst ja ein Pokémon so herrichten, dass es komplett legit aussieht. Wie dumm sind die denn dann? Die sind dann sehr dumm. Aber, ja, wie gesagt, ich finde es ja okay, wenn man sagt, hey, ich habe Kinder, ich will trotzdem Pokémon spielen und ich habe keine Zeit. Ergo, ich habe Kinder. Ja, und dann mache ich mir halt die Pokémon, die ich sonst stundenlang trainieren würde. Aber Leute, die halt zu so einem Event auftauchen und dann irgendwie Mons haben, die unlogische IVs haben oder Attacken haben, aber Attacken wird ja noch schneller auffallen, IVs haben, die nicht passen und sowas, dann... So dumm. Hallo Synet, Seint. Husky, du bist aus Sandburg. Und Anne, du bist ein Navitaub. Fabi Panda Player, dankeschön für 2 Monate. Dankeschön. Hallo Mip. Wir haben Shelminator mit einem, Gott, wie heißt der nochmal, Volti? Einfach nur Volti, oder? Volti, nee, ich glaube, das heißt auf Englisch Volti. Wer ist der Volti? Ich glaube Volti. Und Hannes mit einem Voldi, ne? Hannes mit einem Humaloid. Ich denke, ich mache es einfach mit Ditto, bevor ich jetzt Stunden versuche, ein zweites Sphinx zu bekommen. Ja, inzwischen gibt es halt so viele Starter, dass die auf Wundertausch
halt, es teilt sich auf, aber ich würde sagen, die originalen drei Starter aus Gen 9, also die Gen 9 drei Starter, die sind, glaube ich, immer noch einfach auf Japanisch zu kriegen. Warum ist da eine weiße Linie? Achso, ups, ich habe es falsch eingestellt. So muss das ja sein. Mhm. Lukas Wodolski. Ja. Fahre gerade heim von der Baustelle, muss mal wie du selbstständig werden, Buddy. Don't do it. Don't do it. Wie geht's dir eigentlich? Was für eine tiefgründige Frage. Wie geht es mir eigentlich? Endlich fragt mich das mal einer. Kein Kommentar. Ich glaube, ich habe in aufeinanderfolgenden Streams zweimal das gleiche Spirit-Pokémon bekommen. Wirklich? Ich kann es leider nicht checken. Aber das wäre ja fast schon unmenschlich, Hannes. Bist du ein Bot? So, es ist jetzt noch die Frage, ob ich euch die Anleitung abbilde. Aber es ist halt, dann muss ich das hier kurz umbauen, aber ich kann es kurz machen. New. Ups. Hallo, ich will was sehen. Die Void, ah. Die Void, sie ist überall. Ich muss doch was sehen. So. Und jetzt kann ich zumindest hier eine Anleitung zeigen. Die winzige Anleitung. Aufgeschrieben. Es ist so lang. Okay, wo bin ich? Ach, hier. Hier sind wir gerade. Hallo, Fresh and Fruity. Hast du das gerade wirklich gefragt? Was? Was Siezen ist? Endlich frage ich einer, Bro, das ist meine Standardfrage, weil das werde ich auch immer gefragt und das ist eines der schönsten Sachen, die man fragen kann. Ich hab dich verarscht, ich hasse die Frage, deswegen habe ich das gesagt, weil das ständig Leute fragen. War das Sport heute? Ich bin um 2 aufgewacht und habe mich geärgert, dass ich erst um 2 aufgewacht bin, weil ich wollte zum Sport. Aber da geht's schon los. Okay. Shiny Spirit Chaining, okay. Wenn du morgen, übermorgen, wieder ein, du hast, nein, Humanoid kam super lange nicht mehr. Hannes, du warst nicht letzten Stream ein Humanoid. Mein Trainer denkt sich auch nur, ich habe keinen Trainer. Okay. Dieser Stream ist langweilig. Jeder, der heute hier mit mir reden will, geht. Pisst euch. Denn das hier ist gerade die Realität. Und ihr werdet jetzt sehen, wie unfassbar asozial dieser Glitch ist. Aber eigentlich sollte er nicht so schwer sein. Man muss nur zählen können.
Hamke. Okay. Hier soll es prima langweilig sein? Yes. Hallo Art. Herzlich willkommen. Ist das Arkis dann übertragbar auf Home? Ja, das ist der Sinn davon. Hamke, dankeschön für deine Stufe 2 wieder mal. Vielen Dank. Okay. Zwei runter, kriege ich hin. Eins, zwei. Mysteriöse Zone. Die mysteriöse Zone ist ein Ort, der im Spiel nicht existiert. Und immer wenn wir an einem Ort sind, der im Spiel nicht existiert, sind wir in der mysteriösen Zone. Ist trotzdem lustig, dass sie diesem Ort Namen gegeben haben, weil du kannst im Spiel nicht dahin. Aber jedes Mal, wenn ich in der mysteriösen Zone bin, kann ich nichts machen. Ich kann nur gehen. Ich kann nicht das Menü aufrufen, ich kann nicht Start drücken, ich kann nichts machen. Deswegen, wenn man in der mysteriösen Zone landet und da aus Versehen speichert, kann man das Spiel quasi wegschmeißen. Also man muss das Spiel neu anfangen, muss den Spielstand löschen quasi. Weil du würdest für immer an dieser einen Stelle stehen und kommst nicht raus. Aber wir finden einen Weg raus, beziehungsweise wir speichern einfach niemals, wenn wir in der mysteriösen Zone sind. So gut wie niemals. Und jetzt muss ich 32 Mal nach unten. Und es ist tatsächlich schwierig auf dem Fahrrad, genau die Zahl immer zu treffen. 32. Jetzt bin ich im Leuchtturm, warum auch immer. Dann muss ich die Karte registrieren. Und dann muss ich 96 nach unten. Setz mal Blitz ein. Jetzt haben wir gar keine Musik mehr. 96 nach unten. Und jetzt 160 nach rechts. Warum haben wir jetzt gar keine Musik? Ich kann auch mein Fahrrad schneller machen, damit es schneller geht. Aber dann muss ich erst recht aufpassen, früh genug anzuhalten. Und ich habe kurz auf den Chat geguckt und muss wieder von vorne anfangen. Schau, vielleicht soll ich das doch nicht live machen. Du hast so wenig Platz auf der Switch. Wie viele Spieler hast du auf der Switch? 1, 2, Fahrrad. 32 runter. Oh mein Gott, es geht so schnell an einem vorbei, die Zahl auf einmal. Karte registrieren. Um dummes Deutsch. 9,6 runter. So muss ich überlegen. 160 rechts. Ich habe Pokémon seit Silber nicht mehr gespielt. Wie viele neue Pokémon gibt es? Es gibt inzwischen 1024 Pokémon. So, ich darf nämlich nur bis zum Rand von dem Weißen hier. 160 rechts, 97 hoch. Route 221, natürlich. 63 nach rechts. Runter. Karte aufmachen. Dadurch resettet man die Welt um sich.
32 nach rechts. Zweiunddreißig runter. Vierundsechzig nach rechts. Hallo Angel. Was ist mit meiner Stimme heute? 64. Karte. Jetzt wird's kurz interessant. Eins nach rechts. Galaktikzentrale. Und dann eins nach unten. Jetzt kommt eine Cutscene. Je nachdem, wo man im Spiel ist, kommt eine Cutscene oder es kommt keine Cutscene, je nachdem, ob man das hier schon gemacht hat oder nicht. Da bei mir eine Cutscene kam, muss ich danach 63 nach rechts, weil ich jetzt durch die Cutscene eins nach links gedrückt werde. Da, eins nach links gedrückt und jetzt muss ich 63 nach rechts. Hallo Frank. 63 nach rechts. Cool, und jetzt kann ich das hier nicht mehr ändern. Warte. Wo war ich? Cutscene, 63 nach rechts. Okay, 64 nach oben. Hoffe ich jetzt, dass ich... Oder? Wir waren gerade bei der Cutscene. 64 hoch. Knapp, ey. Karte aufmachen. 96, 96 nach oben. Pro Catch Gesellschaft. 96. Und wenn ich jetzt noch eins hochgehe, sollte eine Cutscene kommen. Tada, Cutscene. Wo war das jetzt? Richtig. Jetzt bin ich gerade im Park der Freunde. Ich bin jetzt gerade im Park der Freunde, weswegen, also das war jetzt der Anfang, da wurde gesagt, okay, los, jetzt bin ich gerade in den Park der Freunde rein. Und da bleibe ich jetzt auch ewig drin, also eigentlich für immer drin. Und jetzt müssen wir einmal runter. Wer findet sowas raus? Leute, die Lust und Zeit haben und Ahnung vom Spiel haben. Ich finde, das tatsächlich ist nichts, was mich jetzt verwundert. Tatsächlich. Ist, warum verwundert euch das? Du hast eine riesige Karte von Pokémon vor dir liegen und kannst den Weg abmessen, wo du lang musst, um wohin zu kommen. Dann hast du zwischendrin einfach Hindernisse und dann musst du neu überlegen, okay, ich muss um dieses Hindernis rum. Nur wir sehen die Karte nicht, aber die Leute, die es rausgefunden haben, haben die Karte halt gesehen. Das ist doch... Beziehungsweise du verbringst halt einen Monat im Nichts rumzuradeln, bis du irgendwann den Weg gefunden hast. Wir haben damals auch den Felstunnel ohne Blitz geschafft, ohne was zu sehen. Hallo Tristan, hallo Daisuke, hallo Knight. Denkst du, es kommen dieses Jahr endlich die Pokémon Game Boy Spiele auf die Switch? Nein. Alle OnlyFabs. Okay, wo bin ich? Einmal runter. Jubelstadt. Ist auch lustig. Jubelstadt und der Freundespark sind eigentlich nicht nebeneinander. 193 nach links. Also wer eine Rechts-Links-Schwäche hat, der kann das hier nicht machen. 193 nach links. Beziehungsweise, vielleicht sollte ich deswegen beim Tutorial nicht links und rechts schreiben, sondern Pfeile hinmachen. Ja.
193. Genau in die Kante hier. 256 runter. Wash Crank, dankeschön, dass du einen Sub geschenkt hast. 256. Zwei, fünf, sechs runter, 6, 4 links. Ja, ohne Schrittzähler müsste man das ganz langsam abgehen. 6, 4, aber ich glaube eben, der Schrittzähler zählt nicht perfekt, weswegen einem Fehler passieren. 6, 4 links. 160 runter. Ich habe genau das gestern gemacht und ich kam nicht an. Das hat nicht funktioniert. 160 runter. 6, 4 links. MK überstanden? Kaum. So, und jetzt kommt die unfassbare Zahl. 1279 runter. Das dauert jetzt. Ich habe, also mein Körper hat Mario Kart nicht überstanden. Ich habe heute bis 2 geschlafen. Irgendwas wurde gestern in mir gebrochen. Hallo Lies. Das ist jetzt aber der Void Glitch, genau. Was hat mich verraten? Woran siehst du das? 1279, 1279. Ich habe genau das gleiche gestern gemacht. Und dann war ich bei einer Stelle, wo man das Menü aufmachen soll und es ging nicht. Ich muss das Menü aufmachen können, wenn wir jetzt gleich ankommen. Wir sind gleich da. Und wenn ich das Menü nicht aufmachen kann, kommt Arceus nicht. Weil ich muss quasi im Park der Freunde sagen, Stopp. Aber ich kann nicht Stopp sagen, wenn ich das Menü nicht aufmachen kann. 1, 2, 7, 9. Höhle der Umkehr, mysteriöse Zone. 1, 2, 7, 9. Eins, zwei, sieben, neun. Okay. Was war das für ein dummes Geräusch? Eins, zwei, sieben, neun runter. Eins, zwei, sieben, neun. Und jetzt noch ein letztes. 9-6 nach links. Darkrai und Shaiman habe ich geschafft, da gab es auch Probleme. Gott, ich jetzt fast wieder drüber. Da gab es auch Probleme, aber die sind einfach im Vergleich zu dem Arceus hier. 9-6 links. 9-7. Warte. 9-6. Ich sollte bei 9-6 sein. Man kann hin und her gehen. So, und jetzt stehe ich hier quasi zwischen zwei verschiedenen Arceus. Bei einem muss ich 3 runtergehen und beim anderen muss ich 2 runtergehen. Das erste Arceus ist das, was quasi für die Flöte, das Flöten, das normale Arceus mit der Flöte. Das kann man zum Beispiel dafür benutzen, um die Level 1 Legis in HGSS zu kriegen. Wenn ich 2 runtergehe, dann kriege ich das Arceus aus der mysteriösen Zone. Also das steht da, wo es nicht stehen kann. Also im Niemandsland. Und deswegen hat es nicht wirklich eine Zuteilung. Und das kann man übertragen auf Home, weil es Level 100 hat. Ich will aber beide probieren, deswegen ist vollkommen egal. Man muss sich nicht entscheiden, man kann beide machen, hintereinander einfach.
weil man immer wieder hier rauskommt. Und wahrscheinlich sollte man jetzt, wenn man weiß, dass man es richtig gemacht hat, speichern. Aber mein Problem war eben, wenn ich jetzt 3 runtergehe, dann muss ich aufgeben. Und gestern, als ich das gemacht habe, ging das nicht. 3 runter. 1. Halle des Beginns. 2, 3. Es hat funktioniert. Gestern war das nicht mit Halle des Beginns. Okay, gestern blieb ich nämlich in der mysteriösen Zone und dann konnte ich da nicht raus. Weil hier kann ich jetzt Schluss machen. Dodogyun. Dann. Warum hat es gestern nicht funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich verzählt haben. Arceus Level 80 in der Halle des Beginns. Dummer Name. Halle der Erschaffung hätte besser gepasst oder so. So, das ist schon mal ein Arceus. Ist jetzt die Frage, soll ich das jetzt hier schon fangen? Weil ich brauche davon eins. Ich habe 103 Bälle. Was passiert, wenn ich... Ich weiß, das weiß ich zum Beispiel nicht. Das sagen die Videos alle nicht. Was passiert, wenn ich von dem besiegt werde? Dann lande ich wieder bei einem Pokémon Center. Was ist, wenn ich vor dem flüchte? Kann ich vor dem flüchten? Dann sollte ich... Ja, man kann vor dem flüchten. Das ist nämlich der Weg, wie man hier wegkommt. Also dieses Arceus kann ich jetzt unendlich lang fangen. Genau, Halle des Ursprungs soll es eigentlich sein. Ich bin nicht der Meister der Glitches, denn ich folge nur Tutorials. Ich muss jetzt quasi, wenn man will, kann man den jetzt fangen. Und dann geht man einen Schritt runter, gibt wieder auf, dann kommt es wieder. Aber dann flüchtet man vor ihm. Und dann kann man wieder 3 runtergehen. Und dann kann man es wieder fangen. 1 runtergehen, flüchten. 3 runtergehen, fangen. 1 runtergehen, flüchten. 3 runtergehen, fangen. Und so kann man unendlich viele Arceus fangen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich es fangen soll. Weil wenn, will ich natürlich das fangen, was ich nach Home transportieren kann. Aber ich will eigentlich beide fangen, weil ich ja auch noch das mit den Level 1 Legis machen will. Und ich hätte meine Pokémon davor umstrukturieren sollen. Ich habe mir extra noch ein Pokémon übertragen. Also 2 starke Pokémon übertragen, dass ich überhaupt kämpfen kann. Mein Knackrack. Vielleicht bleibt es auch sofort drin. Kann das Arceus Shiny sein? Ja. Du kannst das hier Shiny hunten, die Arceus, aber die kannst du nie übertragen dann. Shiny Arceus kannst du nicht übertragen. Prozent ist wie immer bei 0,8%. Den kannst du fangen? Ich weiß. Ich weiß noch nicht, ob ich will. Aber ich habe nur 100 Bälle. Ich bin eigentlich echt nicht genug vorbereitet dafür, verdammt. Okay, ich flüchte jetzt mal, weil theoretisch sollte man das jetzt hier für immer unendlich machen können. Flüchten. Flucht gescheitert. Weil ich nicht schnell genug bin, oder? Wahrscheinlich. Das auf Level 100 ist das Übertragbare. Das Übertragbare ist ein anderes. Da gehen wir gleich hin. Okay. Arceus verschwand. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, jetzt weiß ich einfach nicht. Weil jetzt habe ich es nicht gefangen, sondern ich bin geflüchtet. Heißt es, ich bin jetzt bei dem Punkt 3-mal runter oder 1-mal runter? Ich glaube, weil ich geflüchtet bin, kann ich jetzt 3 runtergehen. Aber nee, das macht keinen Sinn. Ich gehe mal 1 runter. Okay, da kommt's wieder.
Und das soll jetzt anscheinend nicht gefangen sein sollen werden. Vor dem flüchtet man wirklich auch. Flucht gescheitert, aber ist ein Luxtra. Das ist bloß Gott, du musst keine Angst haben. Okay. Und jetzt, keine Ahnung, warum man immer drei runter, hoch, runter, keine Ahnung. Ich störe immer an der gleichen Stelle. Aber gut, drei runter. Eins, zwei, drei. Genau, jetzt, weil ich war gerade nicht in der Halle des Beginns. Drei runter, korrigieren. Schluss. Arceus. Und man wechselt quasi die ganze Zeit, ach so, weil man sich selber bewegt. Man wechselt quasi zwischen zwei Arceus die ganze Zeit hin und her. Das eine kann man fangen, das andere muss man flüchten, um wieder das andere fangen zu können. Und so kann man unendlich viele Arceus fangen. Aber wegen der Animation während der Cutscene muss man immer wieder drei runtergehen. Das ist keine Genesung. Nein, ich werde nicht Knacker an erster Stelle tun. Das wäre viel zu einfach. Hallo? Hallo? Aber Arceus macht nichts. Kann es nur Hyperstrahl? Ich weiß nicht, ob das so klug war, dass ich gerade den Pokédex aufgemacht habe. Genau genommen war ich jetzt bei dem, den man fangen kann. Aber wie komme ich jetzt... Genau. Also jetzt zum Beispiel, um jetzt zu dem anderen Arceus zu kommen, gehe ich einen Schritt wieder... Oh, Fahrrad, ey. Kann ich vom Fahrrad absteigen? Nein. Warte, kann ich vom Fahrrad absteigen? Ah, ich habe keinen Beutel. Ich kann nicht vom Fahrrad absteigen. Okay, Vorsicht, einen wieder hoch. Okay, das ist jetzt das Arceus, vor dem wir flüchten müssen. Aber ihr seht, während Arceus jetzt kommt, ist es in der mysteriösen Zone. Und deswegen... Warte, das ist mysteriöse Zone? Da stand gerade mysteriöse Zone, das heißt, das Arceus ist das aus der mysteriösen Zone. Aber jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo ich bin. Ich glaube, das ist jetzt das andere Arceus gewesen. Arceus verschwand. Eins, zwei, drei. Schluss. Genau, das ist das Arceus aus der Halle des Beginns. Seht ihr, es hat sich oben nicht geändert. Das kann man nicht übertragen, weil das ist das, was wirklich auch auf diesen Treppen steht. Das man nicht haben kann. Und danach bin ich anscheinend aus Versehen 2 runtergegangen und deswegen war ich bei dem Mysteriösen. Eins, zwei, Schluss. Und dann gehe ich halt die Schritte hoch und bin in der mysteriösen Zone. Okay, nein, hat nicht funktioniert. Okay, hä? Das heißt, man muss immer diesen einen Schritt runtergehen und aufgeben und dann zwei Schritte runtergehen. Es ist wichtig, dass man wirklich hin und her geht zwischen fangen, flüchten. Und immer nur nach flüchten kann man das andere hervorrufen. Sehr macht sehr viel Schaden, ja. Alter, Hyperstrahl chill. Was? Wir müssen jetzt noch eine Sache. Eigentlich hätte ich gerade speichern sollen. Ja, ich muss speichern mit dem vollen Team. Ich habe, glaube ich, nicht mal Sachen, um mich zu heilen. Okay. Apropos, ich hätte speichern sollen. Hallo? 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 Mr. Gameboy?
It's a Game Boy. Ich kann nicht mal Soft resetten. Hallo? Schade. Ist jetzt die Frage, ob das abgestürzt ist, weil ich die ganze Zeit flüchte, anstatt es zu fangen. Oder ob das einfach passieren kann. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Oh, das muss man machen, um wieder rauszukommen. Oh. Jubelstadt TV 27. Das ist wieder da, wo wir heute angefangen haben, oder? Warum steht da 27? Ich habe zwischendurch nicht gespeichert. Kann ich überhaupt speichern, wenn ich in diesem Park der Freunde bin? Ich kann wahrscheinlich gar nicht speichern. Uff, 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 uff. Jetzt muss ich jetzt einmal kurz testen gehen, ob ich... Kann man speichern im Park der Freunde? Warum? Aber sicher kann man da nicht speichern. Nee, ne? Geht der Void Glitch auch auf der Switch? Ja, wenn du eine alte BDSP-Version hast. Du bist dir auch sicher, dass man nicht speichern kann im Park der Freunde? Boah, dann ist es echt gemein. Dann muss man sich sehr viele Heil-Items mitbringen. Also wenn man das Ganze nicht mit Meisterbällen macht, wovon man ja genau genommen nur einen haben kann. Phil, du bist ein Lunastein. Dann, muss man echt saugut vorbereitet dahin kommen. Das wird nicht so einfach, das zu fangen. Nicht mal Knackrack konnte von dem gut weg. Das heißt, ich muss mir eigentlich zuerst ein gutes Team bauen. Die normale Version ist besser. Das heißt, ich muss mir eigentlich ein viel besseres Team bauen. Wie habe ich das denn gemacht? Weil ich habe das... Wie viele Versuche habe ich damals gebraucht bei Arceus? Ich glaube 100 oder sowas. Ich brauche auch eigentlich noch viel mehr Pokebälle. Also entweder... Ich mache das jetzt nochmal mit dem Team, was ich habe. Wir können nicht vor Arceus speichern. Das heißt, wenn ein Pokémon down geht, dann ist es down. Ich habe auch nichts zum Heilen groß. No? Oh Gott. Ey, das macht keinen Sinn, das jetzt zu machen. Ich dachte irgendwie... Was dachte ich? Ich dachte, ich kann da speichern. Aber wenn ich speichern könnte, könnte ich einfach jedes Mal, wenn ich verliere, wieder vor Arceus stehen. Aber ich kann da nicht speichern. Sollen wir nochmal kurz checken gehen, ob ich wirklich nicht speichern kann? Was ist, wenn ich... Nee, ich bin wirklich im Park der Freunde. Aber ich finde, ich sollte noch einen besseren Ort zum Speichern finden. Zum Beispiel bei der Cutscene. Wenn man das perfekt gemacht hat, sollte man hier speichern. Damit man nicht alles nochmal machen muss. Damit man nur diesen letzten kleinen Teil hier nochmal machen muss. Weil vielleicht ist da auch deswegen die Pause dazwischen. 96 Schritte und dann noch einen Schritt hoch für die Cutscene. Dass man vor der Cutscene speichert, weil dann ist man im Park der Freunde. Schau, das alles, es wird einem nicht gesagt. Das muss man alles selber rausfinden. Aber vielleicht kann ich da auch da nicht speichern. Vielleicht sollte ich da nicht speichern. Aber solange ich, das mache ich jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Solange ich von dort wegfliegen kann, sollte ich auf jeden Fall speichern. Also solange man fliegen kann, hier kann ich nicht fliegen, weil ich gerade in dem Gebäude bin von dem Poketch.
Kannst du nicht jetzt abbrechen und ins Pokémon Center? Nö, ich bin hier gerade gefangen. Vielleicht kann ich Schaufler machen. Aber ich bin in einem Gebäude, ich kann auch nicht Schaufler machen. Ich kann nicht Schaufler machen, ich kann nicht fliegen. Das ist das Gefährliche an der Void. Wenn du an der Stelle bist, es gibt sogar Stellen, wo du dich nicht mehr bewegen kannst. Ich kann mich jetzt noch bewegen. Mache ich nicht, sonst verirre ich mich. Ich war schon an einer Stelle, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte und nicht fliegen kannst, nicht Fluchtseil, gar nichts. Und dann bist du da gefangen. Wenn du da speicherst, ist dein Spielstand kaputt. Außer du benutzt dann andere Cheat-Software halt, um durch Wände gehen zu können oder sowas. Na gut, ich gehe jetzt nochmal nur zu dem Punkt. Aber das bringt nichts, nur zu dem Punkt zu gehen. Aber ich will einfach nur testen, ob ich da speichern kann. Und danach können wir testen, ob ich aus dem Pearl Park rauskomme, indem ich vielleicht da abbrechen drücke oder sowas. Nee, das wird nicht gehen. Okay, wo ist der Anfang? Hier. Zwei runter. Eins, zwei. Fahrrad. 32 runter. Leuchtturm. Karte registrieren. Neun, sechs runter. Ah! So, es hier sollte 9,6 sein. 160 rechts. Neun, sieben hoch. Sieben hoch. Dankeschön für 50 Bits. Jetzt habe ich 9,7 hoch. 6,3 rechts. Drei, zwei runter. Y-Karte. 3-2 rechts, 3-2 runter. Ich glaube, genau hier war ich vorhin auch. 3-2 rechts, 3-2 runter. 6-4 rechts. 1 rechts. Alles korrekt. 1 runter. Okay. Cutscene ist aktiviert, also 63 nach rechts danach. Und dann haben wir es gleich. Sechzig rechts. Und dann 64 hoch. 96 hoch. Immer wenn man ein Menü aufmacht, deswegen ist die Karte da. Ich kann das Menü nicht aufmachen, deswegen muss man die Karte auf schnell setzen, damit man irgendein Menü aufmachen kann. Jedes Mal, wenn man ein Menü aufmacht, wird man wieder an die Stelle gemacht, wo man tatsächlich ist. Weil dadurch, dass man in der Void ist, sind die Teile von der Karte nicht da, wo sie sein sollten. Deswegen kann man ja durch.
Und dann, wenn man ein Menü aufmacht, wird alles wieder resettet und die Karte ist wieder richtig. Und deswegen, ich bewege mich nicht, aber jedes Mal, wenn ich die Karte aufmache, bewegt sich die Karte unter mir und resettet sich neu und ich stehe woanders. Aber nicht, weil ich mich bewege, sondern weil sich die Karte unter mir bewegt. So, und laut meiner Logik soll ich jetzt hier speichern. Und ich kann hier... Ich traue mich nicht, Schaufel zu machen, weil das funktioniert sofort. Ich kann hier nicht fliegen. Ich kann... Kann ich Schaufler testen, ohne tatsächlich... Nee, der macht dann sofort Schaufler. Aber ich war in der mysteriösen Zone, glaube ich. Deswegen... Also hier ist es risikoreich zu speichern. Wenn man hier speichert, könnte es sein, dass man hier nie wieder rauskommt. Man muss sich sehr sicher sein, dass man das machen will. Aber ich sollte... einfach hier jetzt speichern. Oh Gott. Und wenn ich jetzt nicht, also und dann jetzt einen Weg finden, wo der nächste Weg ist, wo man rauskommt. Einfach so ein paar Backups reintun, falls man sich verirrt. Wenn ich jetzt eins hochgehe, sollte die Cutscene spielen, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, okay. Weil jetzt sind wir im Park der Freunde. Und jetzt können wir nicht mehr speichern. Beenden ist nur das Menü. Schluss macht. Möchtest du die Show abbrechen? Ja. Ah, so kommen wir wieder raus. Okay. Wenn ich einfach abbreche hier, ist alles okay. Ich bin dann hier gefangen, aber ich kann hier einfach wegfliegen. Okay. Also so kommen wir wieder raus, falls man sich vertut. Okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Quasi dieses Aufgeben darf man nur an einer bestimmten Stelle machen. Und damit man dann... Keine Ahnung, wie funktioniert da das Spiel, dass man gibt auf und dann bewegt sich der Charakter wahrscheinlich in Arceus rein. Und dann wird die Arceus-Szene getriggert, bevor man triggert, dass man den Park verlässt. Nur so kann ich es mir erklären, keine Ahnung. Ja, das ist schon krass, wie Leute sowas rausfinden. Kitemie, du bist ein Wasserquill. Und Luffa, du bist ein Schneckmack. Aber hey, vielleicht fangen wir es ja im ersten Ball oder sowas. Ich gehe jetzt zurück in die Void. Ist ja wie bei dem Raumschiff in Futurama. Was war da? Ich habe Futurama geliebt. Einmal hoch, Cutscene. Okay. Jetzt machen wir nochmal den fetten Weg und dann sind wir wieder bei Arceus. Nee. Ach, jetzt ist es doch krass. Es ist krass, aber es gibt viel krassere Sachen, wo ich mich frage, wie haben die Leute das rausgefunden? Oh, warum ging es jetzt nicht? Oh nein, darf man nicht zwischen uns speichern? Oh nein. Vielleicht bin ich zu schnell zwei Schritte gegangen. Oh mein Gott. Diese scheiß Tutorials. So viele Sachen, die sie nicht erwähnen, wie zum Beispiel nicht da speichern. Es kann sein, dass dadurch, dass man das Spiel neu startet, man die Map, was ich vorhin gesagt habe, dass man jetzt die Map neu angeordnet hat. Das heißt, ich stehe nicht mehr da, wo ich stehen soll. Ein Schritt nach oben. Fuck! Okay, nicht speichern. Wenn, dann darf man wahrscheinlich nur an Stellen speichern, wo man sowieso eine Karte aufmachen soll. Hier. Aber hier kann ich nicht speichern, deswegen muss ich ja die Karte rausholen. Kann sein, dass ich meinen Spielstand kaputt gemacht habe. Aber es kann auch sein, dass wir einen Weg rausfinden. Wir müssen nur irgendwo hinkommen, wo ich fliegen kann. Also kein Gebäude und nicht mysteriöse Zone.
Oh mein Gott. Deswegen freue ich mich auf dein Tutorial. Ich muss es selber erstmal schaffen. Ich meine, wir haben es heute geschafft. Aber das mag ich eben nicht, wenn man... Also, wenn ich jetzt alles First Try auch geschafft hätte, hätte ich auch gesagt, okay, ist ja easy. Aber auch wenn du die unter den Videos, die Kommentare durchliest, die haben alle solche Probleme. So, ich bin gefangen, ich komme nicht mehr weg. So, ich hatte ein Problem, das ging ums Verrecken nicht und das stand auch überall in den Kommentaren. Ich habe rausgefunden, wie man es korrigiert. Aber das Video hat nichts davon gesagt. Deswegen ist es echt gemein, wenn man... Jubelstadt! Jubelstadt. Hier nicht einsetzbar. Warum? Ich bin in Jubelstadt. Ich bin in Jubelstadt. Warum kann ich nicht fliegen? Ah, vielleicht muss ich Pokédex aufrufen. Vielleicht bin ich jetzt wirklich in Jubelstadt. Nein, warum nicht? Auen von Flori. Da kann man doch gar nicht fliegen. Oh Gott. Oh Gott. Beim Speichern hast du da die Map neu geladen? Oder erst wie du beim Park resettet hast? Keine Ahnung, ist ja irrelevant. Ich kann dir nicht empfehlen, da zu speichern. Wenn es passieren kann, was mir gerade passiert. Wenn ich hier nicht rausfinde, ist der Speicherstand kaputt. Jubelstadt. Warum kann ich in Jubelstadt nicht fliegen? Auflockern. Stehe ich in einem Gebäude in Jubelstadt? Oh nein. Hallo Mauri. Mysteriöse Zone. Jubelstadt. Warum kann ich in Jubelstadt nicht weg? Auen von Flori. Gib mir eine Höhle. Weideburg ist auch eine Stadt. Lass mich fliegen! Oh mein Gott, warum darf ich nicht fliegen? Hier steht sogar, dass ich in Jubelstadt bin. Ich habe es einmal sogar geschafft, Fliegen aufzumachen, aber dann konnte man auf der Karte nichts auswählen. Du kannst nicht fliegen, weil du in einer geglitschten Zone bist. Ach, wirklich? Ich muss irgendwo anders hin. Ich glaube, ich stehe. Und sowas, genau. Bin gefangen. Sowas kann passieren. Du bist gefangen. Und wenn ich jetzt speichern würde, wäre es tot, ne? Und jetzt kann ich noch nicht mal... Ja, jetzt kann ich noch nicht mal... Jetzt bist du wieder aufgehangen. Ah... Die Tutorials sagen auch nichts davon, dass man zwischendrin nicht speichern darf. Gar nichts. Das war eine Frage immer, die ich hatte. So, darf ich zwischendrin speichern? Weil die Wege sind echt lang, die man gehen muss. Mit Teleport kannst du genauso einsetzen wie Schaufler oder Fluchtseil. Fluchtseil ist das gleiche wie Teleport. Deswegen ja, es wird auch gesagt, dass man Fliegen, Teleport und Fluchtseile dabei haben soll. Beziehungsweise Fliegen und Teleport. Oder Teleport. Warum ist hier keine Cutscene? Scheiße. Okay, wir kommen von unten. Gehen wir mal nach unten wieder. Ich hätte meinen Safe backuppen sollen. Habe ich mein Safe gebackupt? Ich glaube nicht. Wenn ich hier nicht rausfinde, dann muss ich das Spiel von vorne anfangen, komplett.
Also man ist echt gefangen hier. Ich bin schon oft von sowas wie Jubelstadt und so weggeflogen. So kommt man hier raus. Aber anscheinend geht's nicht überall. Spiel einschicken. Ich bin im Nichts, ey. Wand. Bei mir ist eine Wand. Am Ende ist die Regel wirklich, macht alles exakt so, wie der Guide es sagt. Und wenn es nicht klappt, startet neu und macht alles nochmal. Wand. 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 Wie habe ich vorhin so schnell Jubelstadt gefunden? Aber selber schuld. Ich habe es auf davor noch erklärt. Wenn man ein Menü aufruft, wird die Karte resettet. Und natürlich hat das Speichern wahrscheinlich nicht. Das Speichern hat nicht die Karte resettet. Aber dadurch, dass ich das Spiel dann resettet habe, ist die Karte natürlich resettet. Und dann stand ich nicht mehr vor der Cutscene. Deswegen, das könnte man dann noch ausprobieren, wenn dann zwischenspeichern immer, bevor man die Karte aufmacht. Aber einfach nicht speichern. Er gibt eine gute Story für das Video. Das kommt doch nicht ins Video. Das Video ist ein Tutorial. Hallo, ich finde nichts mehr. Hier ist dauernd eine Wand und dann ist oben wieder eine Wand. Das ist wie so ein... Als ob ich auf der Stelle radel. Wie weit muss man das spielen, um das zu machen? Du musst fliegen können. Du musst den Tuxedo haben können. Tuxedo kriegt man in Herzhofen. Also muss bis nach Herzhofen gespielt haben. Halt. Muss bis nach Herzhofen gespielt haben und dann fliegen können. Tuxedo haben können. Aber du musst sowieso für Arkis, du musst einen Meisterball haben, wenn du kein starkes Team hast. Habe ich eine TM? Gibt's Teleporter überhaupt als TM? Aber Teleporter wird genauso wie Fluchtseil sein. Bringt rein gar nichts. Wenn ich den Pokédex aufrufe, dann muss ich an einer Stelle sein, wo wirklich die Karte um mich rum erscheint. Und dann kann ich wegfliegen. Ich bin gefangen. Ich bin sowas von gefangen. Jubelstadt TV.
Aber da kann man auch nicht da kann man auch nicht Fluchtseilen. Das ist ein Gebäude. Eine Höhle bräuchte ich. An Jubelstadt TV gehe ich. Das crash das Spiel. Ah. Speichert nicht in der Void. Speichert niemals in der Void. Habe ich ein Backup-Safe? Irgendwie findet man den Weg raus. Man muss halt wissen, wo man hingeht. Habe ich irgendein Backup-Safe wenigstens? Nein. Null. Gar nichts. Nada. Ich könnte den Safe backuppen. Yay. Kann man Speicherstände übertragen zwischen Perl und Diamant? Ich glaube, das geht. Also man kann einen Perl-Speicherstand auf Diamant drauf tun und dann wird er zum Diamant-Speicherstand. Aber auch risky zu testen, weil was ist, wenn das dann trotzdem ein Perl-Speicherstand ist? Weil all das, was ich hier mache, Arceus Darkrai, kann man nur übertragen, wenn es aus Diamant ist. Geh mal 97 Schritte nach oben. Warum 97? Glaubst du, ich bin wieder resettet bei dem davor? Ich bin ja schon die 96 gegangen. Ich glaube, ich kann nicht wissen, wo ich bin. Fluchtseil ausprobieren, das probiere ich schon die ganze Zeit. Ich dachte mir halt, warum sonst ist da eine Pause drin? Warum ist da 96 mal hoch und dann einmal hoch für Cutscene? Warum nicht 97 hoch für Cutscene? Einfach, damit es ein eigener Punkt ist? Hier kann ich nicht mal das Menü aufrufen. Also nein, das ist hier kein guter Ort. Ich kann nicht das Menü aufrufen. Oh, die Karte. Ich hätte noch zwei Ideen. Alles genau rückwärts gehen. Okay, schlechte Idee. Nächste Idee. Was ist die zweite Idee? Es bringt nichts, zwei rückwärts zu gehen. Ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Der Glitch funktioniert so. Du bringst das Spiel durcheinander. Und das Spiel kann nicht mehr die Karte aufbauen, wie es aufgebaut werden soll. Das heißt, wenn du hast A, B, C, D, dann ist es A, D, F, G, H, Z. Die einzelnen Kartenabteile. Und dadurch, dass ich das Menü aufrufe, wird es wieder zu A, B, C, D. Ich bleibe aber an der gleichen Stelle stehen. Das heißt, dadurch, dass ich das Spiel neu gestartet habe an dieser einen Stelle, ich stehe zwar an dem Punkt, aber die Karte unter mir ist gewandert und ist woanders. Das heißt, auch wenn ich jetzt 96 Schritte zurückgehe, 64 runtergehe, 64 nach links gehe, ich bin komplett woanders. Es bringt gar nichts. Ich muss in der Dunkelheit rumwandern, bis ich einen Ort finde, wo ich weggehen kann. Also entweder finde ich zufällig die Cutscene oder ich finde zufällig eine Stelle, wo ich ein Menü aufrufe und dann bin ich an der Oberfläche. Was anderes geht nicht. Also mein Spiel war Crash, nachdem ich mich verlaufen hatte, genau. Fliegen über die Karte, geht das? Nein! Dann ist meine zweite Idee auch hinfällig. Was wäre sie? Mach einfach weiter. Nein, das geht nicht. Ich mache ja weiter. Eins hoch, sollte eine Cutscene kommen. Ist nicht gekommen. Und somit bin ich nicht da, wo ich bin. Ich müsste quasi jeden Schritt gehen,
und bei jedem Schritt die Karte aufrufen und hoffen, dass ich irgendwo bin, wo ich raus kann. Aber kannst vergessen. Frank, dankeschön für 3 Monate. Aber so lernt man, dass man wirklich nicht in der Void speichern darf. Es gibt Stellen, da muss man speichern in der Void. Weil anders kommt man nicht weiter. Aber zumindest hat man dann halt vor sich den Weg, den man gehen kann. Hier kann ich das Menü nicht aufrufen. Aber die Karte. Was sagst du, ist die schlechteste Gen? Deine Lieblings-Gen. Oh, wo bin ich denn hier oben? Wäre so geil, wenn ich auf einmal irgendwo stehen würde. Warum bin ich da oben? Der Lieblings-Gen ist Gen 2. Schreckliche Gen. Ich wandere gerade wirklich. Ich könnte versuchen. Anscheinend bin ich gerade wirklich da, wo die Karte sagt. Ich könnte versuchen, einfach zu einer Stadt jetzt wirklich hinzugehen. Jetzt runter. Aber das ist ja dieses... Ist das nicht Flori? Die Auen von Flori? Das ist ja genau das. Es ist halt nicht nur... Ich muss nicht nur an der gleichen XY-Achse, an der richtigen XY-Achse sein, sondern ich muss auch... Z-Achse muss auch stimmen. Ich kann das Menü nicht aufrufen. Geh in eine Höhle. Okay. Ich schätze, ich bin nicht auf der richtigen Z-Achse. Geh mit zum See. Angehalten. Kannst vergessen. Ich finde hier nicht wieder raus. Nie wieder finde ich hier raus. Jetzt bin ich sogar stuck an einer Stelle. Hallo Devos. Ja, jetzt stehe ich an einer Stelle. Cool. Halt. So. Gibt's noch irgendwas, was ich probieren könnte? Schon interessant, wie ich genau hier stehe. Ich meine, da wo ich gerade bin, ist ja alles voller Höhlen. Die Schritte gehen, wie du beim letzten Speicherpunkt warst. Hä? Nein, das macht keinen Sinn. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Es war so dumm, da zu speichern. Aber es war eigentlich so eine gute Idee. Es war so ein schöner Backup. Aber es ist das Gegenteil von einem Backup.
Jetzt bin ich gleich außerhalb der Karte. Wo komme ich dann raus? Ich werde gar nicht mehr angezeigt auf der Karte. Ab in die Kampfzone. Oh, es ist Arceus, der herabsteigt. Er braucht nur etwas länger. Arceus hängt fest. Ha! Der Klang der Exploiter. Scheiße! Dabei wollte ich doch morgen das Video machen. Ich spiele ein bisschen Pokémon Rot, da waren die Zeiten noch. Da war noch alles gut. Oder meine Lieblings-Gen, Gen 2. Hey, Blue Master. Menno. Ist das doof? Naja. Ich frage mich wirklich, ob ich überhaupt das machen soll, weil es so schwer ist und weil Leute, ihr seht, wie einfach es ist, seinen Spielstand kaputt zu machen. Vor allem, das kann auch passieren. Wartet mal, hier ist der komplette Weg. Das hier ist der komplette Weg. Das ist der Weg, den man allgemein geht. Und zwischendrin wird gespeichert. Speichern. Aber hier ist mir nie was passiert. Aber wenn einem hier was passiert, wenn man hier was falsch macht schon, ist man gefangen. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man entweder zu Darkrai gehen. Dann kann man den Weg zurückgehen, der auch schwer ist. Aber da habe ich einen Weg gefunden, der, zu erklären, wie man immer richtig geht. Dann kann man, wenn man wieder zurück ist, den Weg zu Scheimin gehen. Das habe ich geschafft. Easy. Die Wege an sich sind einfach. Der Weg zurück hat eine Schwierigkeit und der Weg hin hat eine Schwierigkeit. Und dann Arceus ist was komplett Eigenes. Und das ist halt asozial, wie lang das ist. Das ist halt asozial, wie lang das ist. Und nicht da speichern, wo ich gerade gespeichert habe. Auf keinen Fall. Nicht hier speichern. Ich habe hier gespeichert und das war der Fehler. Der so eindeutig ist, der Fehler. Ah. Naja. Und dann kann man sich entweder das eine oder das andere Arceus holen und dann muss man all das hier machen, um den Glitch wieder zu korrigieren. Das sieht echt so aus, als würde man den Weg einfach wieder zurückgehen. 65 Schritte nach rechts, 1280 nach oben. Ist immer einer mehr, als man hingegangen ist. Interesting. So ist das.
Ich spiele keine Fanroms. Hallo Thorax. Heißt heute Überstunden machen? Es gibt keine Überstunden, wenn man selbstständig ist. Achtung, gleich geht er einfach wieder. Zurecht! Okay. Aus der Void kommen wir nur mit Cheats raus? Ja, oder man startet einfach das Spiel neu. Das werde ich machen. Es ist nicht viel Arbeit, wieder dahin zu kommen. Ich habe ein paar Resets gemacht. 2810 sind wir jetzt. Ich glaube nicht, dass wir heute auf 3000 kommen. 3000. Lässt sich das schön durch 8000 teilen? Nein. Nein. Ich habe mir noch überlegt, weil ich will ja auch dieses Level 1, diese drei Level 1 Legis haben aus dem Ei. Aber ich glaube, ich gebe mir einfach drei Meisterbälle dafür und fange drei Arceus dafür. Aber ich habe keinen Heart Gold Soul Silver Speicherstand. Kann ich die Eier erhalten? Kann ich in Heart Gold Soul Silver die Eier kriegen und die Eier dann tauschen und ausbrüten auf dem anderen Account, wo ich Leo heiße? Ich will nicht extra noch ein Heart Gold Soul Silver durchspielen bis zu den Ruinen. Das ist doch Endgame-Content. Kann man Eier, ist die Frage, kann man Eier übertragen in Gen 4? Per Tausch. Ich glaube schon. Die Eier werden automatisch ausgebrütet. Was? Wie meinst du, Eier werden automatisch ausgebrütet? Die drei Legi-Eier sind automatisch, schlüpfen die? Was? Die Eier schlüpfen sofort und dann haben sie die OT von meinem Heart Gold Soul Silver Speicherstand? Ah. Ich werde nie fertig mit Gen 4. Die Eier schlüpfen sofort. Was sind das denn für Eier? Krass. Allein deswegen soll ich schon machen. Das ist echt besonders. Diese drei Legi-Eier sind echt besonders. Doch, muss ich schon machen. Aber das ist doch in diesen Alf-Ruinen. Oder Shino-Ruinen oder Shino. Die Ruinen sind sofort erreichbar, die erste Stadt nach der Heimatstadt. Ernsthaft? Nice. Das heißt, ich starte einfach ein neues Spiel mit Leo. Und dann kann ich einfach da stehen und mir ein Arceus da drauf laden und dann kriege ich das Ei. Das heißt, man kann genau genommen mit drei Legis das Spiel anfangen. Geil. Ich frage mich nach, wie du die Event-Pokémon aus Gen 6 bis 7 bekommen willst für den Origin-Dex.
Die habe ich doch schon. Ausrufezeichen Origin Decks. Schau dir meine schöne Liste an. Alle abgekreuzt, die ich schon habe. Und das sind alle bis auf eins. Und das ist Hooper. Hooper ist das Einzige, was ich nicht habe. Also ich habe einen Hooper, aber ich brauche ja zwei Hoopers. Und das zweite ist bei mir aus Go. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe doch ein Living Form Decks. Das heißt, all diese Events habe ich. Sonst hätte ich kein Living Form Decks, weil die meisten gab es nur da. Es geht nicht anders, sie zu kriegen. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Ganz einfach. Und ich habe sie, bis auf Hooper. Irgendjemand, irgendwann muss mir einen Hooper tauschen. Und ich habe nicht so viele Angebote. Ich habe schon ein paar coole Sachen im Angebot, aber nichts, was super selten ist. Aber vielleicht hat irgendjemand einen Hooper und will das tauschen gegen, keine Ahnung, Vivior-Formen, die es nicht gibt bei denen, oder keine Ahnung, Marshadow, Vulkanion, Shiny Endynalos, Shiny Samazenta, Zacian. Hätte ich mir doch nur die Galar-Vögel geholt öfters. Gibt so viele, die nicht haben. Und genau genommen, ich glaube, das sollte gehen, fehlt mir auch Magiana, die Pokéball-Form. Ich habe die, aber ich habe der, weil ich mich so gefreut habe, dass ich die habe, habt ihr den Spitznamen Booyah gegeben. Und die OT ist Leos Mind. Weil mein Pokémon Home früher Leos Mind hieß, was so dumm ist. Ich wusste nicht, dass das die OT dann ist von den Pokémon, die man geschenkt kriegt in Home. Aber ich glaube, wenn ich einfach ein neues Pokémon Home-Profil mache und da einfach alle meine Pokémon übertrage, was ja gehen sollte, glaube ich. Aber eine zweite Switch machen mit einem neuen Home-Ding. Beziehungsweise... Also mit Karmesin und Purpur und Schwert und Schild sollten ja die meisten übertragbar sein. Ein paar fehlen und die müsste ich dann nochmal in Schwarz-Weiß fangen und dann übertragen. Aber so sollte ich nochmal einen Megiana, glaube ich, kriegen können in Pokéball-Form und dann, das sind die letzten zwei, die fehlen. Gen 8, was ich kaum gespielt habe, wurde man mit Mysticals zugeschmissen. Man konnte Legi Shiny hunten und Gen 9 so... Was ein Event. Was sind Shinies? Yep. Yep. Deswegen sage ich ja, ab Gen 5, Gen 6, 7, 8 ist super langweilig, was Origin Decks anbelangt. Bei all dem, wo sich Leute fragen, wie macht er das bloß, ist die Antwort, geht nicht. Es geht nicht. Du musst sie geschenkt kriegen, die Pokémon. Das einzig Spannende wäre Pokusan, Vivillon und in Sonne und Mond, weiß ich nicht, was da interessant sein soll. Was ist schon interessant an Sonne und Mond? Flabébé und Coriogel? Ja, das ist ja nicht interessant, da ist ja Barsch war interessanter. Nix ist interessant. Alter, hat nicht vorhin jemand einfach so aus dem Nichts Husted Pokémon gemacht? Bist du noch da? Warum hast du das vorhin eingesetzt? Als ob ich da drauf gedrückt hätte. Bist du noch da? 1, 2, 3, 4.
Nicht mehr da? Natürlich nicht. Who's that Pokémon? Steve Hill. Tschüss. Thorax ist ein Plaudergei. Ich bin Steve. Warum bist du Steve? Opa fehlt dir also auch noch. War das meine Wi-Fi-Verteilung? Mir fehlt das zweite Hooper. Also ich habe Hooper unbound. Mir fehlt ein normales Hooper. Hooper war damals eine Verteilung in Gen 6, ja. Und seitdem wurde, glaube ich, Hooper nur in Pokémon Go einmal verteilt. Clint Stevens ist wirklich so ein Phänomen, so, was macht der den ganzen Tag? Ob der wohl ein ganz normales Leben hat? Und jedes Mal, wenn er, keine Ahnung, Urlaub in der Arbeit hat, streamt er 3 Wochen. Warum immer Pokémon Go? Weil die wissen, wie man 1 Milliarde im Jahr verdient. Ich habe ja ein paar McDonald's GameStop Cartridges, aber glaub, da ist nichts dabei. Ich hätte da noch normale Hooper auf Home liegen. Hat Trunks, hast du noch einen Hooper? Aus Gen 6 für mich. Du hast mir doch damals schon das Hooper, oder? Hast du mir das Hooper gegeben? Ich glaube, jemand anderes hat mir das Hooper gegeben. Hooper und Vulkanion, glaube ich, hat mir jemand anderes. Ernsthaft, wie viel, warum hast du so viele Hooper? Wegen deinen ganzen japanischen Freunden. Ich nehme gern noch einen Hooper. Wenn es ein Gen 6 Hooper ist. Aber ich glaube, es gab nur eine Verteilung in Gen 6. Hallo, Curry. Ich verstehe auch nicht, wie der so viel Zeit hat. Wie, im Gegenteil, der hat eben keine Zeit. Entweder er ist so wohlhabend, dass er einfach streamen kann, wann er will. Oder der hat ein ganz normales Leben und streamt immer nur dann, wenn er Bock und Zeit hat. Was alle 3 Monate eine Woche ist. Aber die mysteriösen Pokémon können doch nicht dein OT haben. Richtig. Manchmal schon, aber meistens nicht. Was willst du damit sagen? Also er sagt immer Business, wenn er wieder länger weg ist, aber kein Plan, was genau er macht. Ja, ist wahrscheinlich so. Aber das ist dann auch krass, dass noch niemand, wenn da irgendjemand krasses wäre, der ein krasses Business hat, dann hätte man ihn ja finden können, ganz einfach. Vielleicht ist er auch irgendein VTuber mit Stimmenversteller. War nur eine Frage? Ja. Mystische Pokémon haben meistens eine vorgeschriebene OT. Aber wenn du an sowas nichts ändern kannst, dann ist das halt so. 1, 2, 3, 4. Man ist längere Zeit unterwegs, wenn man Drogen schmuggelt. Ja, ja, das mit Misskiff-Besuchen machen sie immer wieder eine Wette. Aber er gewinnt jedes Mal. Beziehungsweise er wettet erst gar nicht, wenn das der Einsatz ist. Aber hast du mal gesehen, wie Misskiff jetzt sein Gym gemacht hat? Das ist so krass. Einfach ein Gym eröffnet.
Wenn ich da leben würde, würde ich dann da hingehen? Ich glaube, mir wäre das zu peinlich, dahin zu gehen. Ja, Trunks, du hast es halt damals schon schlau gemacht. Und selbst heute, wo ich das weiß, immer wenn es so Codes gibt, hole ich mir ein Pokémon maximal 2-mal. Aber du dann direkt 10-mal. Das ist auf Langzeit gesehen so smart. Die Vögel hätte ich mir so oft holen sollen. Bye, Mauri. Ja, ja, die haben da auch so MMA-Kurse, wo man kämpfen kann. 10 Stunden geschlafen. Und da ist er am Gähnen. Oh, ich habe 2 gute Filme gesehen. Am Samstag. Predestination. Geiler Zeitreisenfilm. Wenn ihr Zeitreisenfilme mögt, nur zu empfehlen. Predestination. Ethan Hawke. Und dann Upgrade. Upgrade war so ein Film, den ich schon immer sehen wollte, der damals echt so halt bekannt war vor ein paar Jahren, und der ist echt geil. Das war so ein Film, als er vorbei war, saß ich so davor und dachte mir so, wow. Ich habe einfach wirklich so 5 Minuten lang so, wow. Wow. Ich war hin und weg, das Ende war so gut. Upgrade. Ich dachte, es wird einfach so ein dummer Haut-drauf-Film, aber dann war der richtig tiefgründig. Habe ich das gerade gefangen? Nee. Die Kamera bewegt sich so wild hin und her die ganze Zeit. Du weißt nie, wo, wer, was ist. Hallo Eva. Daiske, was bist du heute? Du bist heute ein Weihnachtsbaum. Ich sollte eigentlich gerade gar nicht Entei resetten. Ich sollte diesen dummen Glitch weitermachen. Wir hatten es heute doch fast. Komm, ich muss auf 2900 aber heute. Also so eine Stunde resetten. Trinken. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Was habe ich sonst am Wochenende gemacht? Ich habe krass die Wohnung geputzt. Oh mein Gott. Ich habe den ganzen Schrank ausgeräumt, wo also Essenzeug drin ist, Gewürze und Nudeln. So viel wunderschönes Zeug entdeckt, was abgelaufen ist. Schön weggeschmissen. Ah, so viel Platz gewischt. Dann nach den Renovierungen hier endlich mal richtig durchgehe mit so einem. Ich habe extra mal so einen Dampfreiniger gekauft. Den Boden gedampft reinigt.
Das Bad ist so krass, wie du kriegst die Kachel nicht sauber. Es ist so viel immer noch von den Renovierungen, einfach so viel, keine Ahnung, es ist einfach so halt so weißer Gips, weißer Staub, der ist über auf allen Fliesen so drauf. Wenn du den wegwischst, ist er einfach wieder da. Du wischst einfach diesen Staub, der ist so fein, du verwischst den Staub einfach nur weiter. Kriegst es nicht weg. Hallo Maverick. Oh mein Gott, habe ich gut sauber gemacht. Und dann haben die, was ja okay ist, man lässt ja immer dann so ein paar von den Fliesen sind übrig und dann werden die da gelassen. Und das war einfach nur so ein kleiner Stapel an Fliesen, die die da gelassen haben. Da habe ich gesagt, kein Problem, ich tue das in den Abstellschrank da rein. Die haben eine Tonne gewogen. Die haben eine unglaubliche Tonne gewogen. Erdbeben. Warum mache ich Erdbeben? Ich wollte Meisterball machen. Überlebe. Oh, shit. Ente ist so tot. Und tschüss. Eine Runde für nix. Hey, Bisalina. Irgendwann ist der Staub weg. Ja. Ist so krass, aber der Staub ist so fein. Wenn du den wegwischst. Ich glaube, man muss den ohne Wasser, sondern nur so mit Staubtüchern, die so Staub anziehen, wegmachen. Keine Ahnung, gibt Schlimmeres. Dann habe ich diese Fliesen mit meinem kaputten Rücken, wobei der ist jetzt wieder fast wieder heile. Habe ich die da reingezogen. Wie haben das die Ägypter damals gemacht? Wir haben die ihre Pyramiden gebaut. Sowas hätte ich gebraucht. Aber jetzt ist alles wieder wunderschön aufgeräumt. Sauber. Das habe ich Samstag gemacht. Und gestern war ich im MRT. Um 7 Uhr in der Früh bin ich aufgestanden, weswegen ich nur 2-3 Stunden geschlafen habe. Und um 8 Uhr war mein Termin am Sonntag. Und ich dachte mir schon, es muss doch ein Fehler sein. Aber okay. Ich raff mich auf, gehe dahin. Den Termin habe ich seit 3 Wochen. Es kann doch nicht sein, dass um 8.10 Uhr in der Früh an einem Sonntag eine Klinik offen hat. Oh, hatte die offen. Und ich war der Erste. Aber 10 Minuten später waren schon 5 Patienten um mich rumgesessen. Sonntag einfach. Also da kann ich mich nicht beschweren von wegen, ihr arbeitet zu wenig. Wenn das Ding einfach auch sonntags offen hat. Vielleicht haben sie unter der Woche zu, weil sie gesagt haben, hey, unter der Woche haben die Leute keine Zeit, weil sie arbeiten, also warum machen wir nicht Sonntag auf? Haben Kliniken nicht immer auf? Aber das ist keine Klinik, das ist kein Krankenhaus, das ist einfach so wie ein Hausarzt. Dein Hausarzt hat nicht am Sonntag offen. Das ist halt eine Radiologie, die einfach nur scannt den ganzen Tag. Also ich hatte noch nie einen Arzttermin um 8.10 Uhr an einem Sonntag. Da dachte ich so, habe ich AM und PM verwechselt, aber 8.10 Uhr abends wäre noch seltsamer. Orthopäde. Ich meine, es gibt immer einen Notfallservice. Ja, Notfallarzt, Notfallservice, klar. Aber normaler Arzt hat doch nicht an einem Sonntag offen. Normale Praxis. Kliniken haben am Wochenende normal kein Planprogramm. Die Notfallversorgung ist aber natürlich gegeben. Ja. Hallo Tiger Girl. Was, wenn das Shiny in der Runde davor da war?
das nicht. Und dann habe ich gestern nichts anderes gemacht den ganzen Tag, um diesen Void Glitch zu machen. Aber ich habe viel gelernt dadurch. Jetzt ist zwar alles umsonst. Es ist alles kaputt jetzt. Aber ich habe viel gelernt. Immer noch nicht sicher, ob sich ein Video lohnt. Weil es gibt viele Videos über den Void Glitch, auch auf Deutsch. Aber ich habe sie alle angeguckt, nicht alle, aber ich habe viele angeguckt und wo ich stecken geblieben bin, nicht weiter wusste und keins der Videos hat es irgendwie erwähnt, was passiert, wenn man stecken bleibt, wenn man da nicht durchkommt. Opa liegt für dich auf Purpur. Trunks, dankeschön. Darf man fragen, wo du herkommst? München. Aber ich lebe in Irland. Ich glaube, sonst hatte ich wirklich alle Eventmons jetzt. Habe ich alle Geschenke gekriegt. Und 90% von Trunks. Ich glaube, die Partner-Cap-Pikachus, die ich habe, die sind alle aus Schwert und Schild. Und nicht aus Ultrasonne, Ultramond. Oder Sonne-Mond wurden sie, glaube ich, das erste Mal verteilt. Aber das ist mir sowas von egal. Es ist nur Pikachu. Würdest du das Auswandern empfehlen? Es ist... Weiß ich nicht. Das ist was super Subjektives, oder? Ich meine, wie soll ich Auswandern empfehlen können? Das ist die Frage, was du machen willst. Es kann super einfach sein, wie in unserem Fall. Es kann super schwierig sein. Es kann super teuer sein. Wo wohnst du denn? In Dublin. Hallo Nick. Wo willst du denn hin, Mauri? Wohin willst du flüchten? Wieder Shiny Enter, ich hab's vermisst. Ich auch. Während mein Shiny Hunts freue ich mich eigentlich aber mehr immer auf die nächste Shiny Hunt. Ich will endlich Deoxys machen. Bei Deoxys wird die Zahl nur so hochrattern einfach. Weil Deoxys geht im 5-Sekunden-Takt oder so. Das wird so schnell gehen, Deoxys. Und dann, ach Gott, da schaffen wir 1000 am Tag. Weiß ich nicht, vielleicht. Hier schaffe ich gerade mal 100 am Tag. Cosima, hau ab. Kann ich irgendwie Cosima rausglitschen? Einfach ein Glitch, der alle NPCs deaktiviert. Kein Cosima, kein nerviger Junge, der mir den Weg blockiert. Stimmt auch, würde am liebsten da, wo es warm und ruhig ist. Okay. Also das Schlaraffenland. Warm und ruhig, aber gute Jobs, die gut bezahlt sind, aber alles andere wenig kostet, sodass du ein leichtes Leben hast und alles ist easy und einfach. Das wäre schön, ja. Anscheinend ist das europäische Land am ehesten, das perfekte Klima hat. Also fast immer die gleiche Temperatur von so irgendwie 25 Grad ist anscheinend Gran Canaria. Hatte ich irgendwann mal nachgeguckt. Ist irgendwie das Land mit dem
Oder die Insel. Der Bereich, der das stabilste, schönste Wetter immer hat. Dann muss man Lotto spielen. Spielt kein Lotto. Wer spielt hier Lotto? Ernsthaft. Wer holt sich regelmäßig ein Lotto-Ticket? Gebt es zu. Ich will wissen, wer das macht. Ich spiele Genshin, ist auch wie Lotto. Itako! Dein Onkel? Manchmal typico 2 Euro am Wochenende. Noch nie. Ich habe auch noch nie Lotto gespielt. Ich wüsste nicht mal, wie ich das mache. Itako, ich habe gerade schon gesagt, ich habe 2 neue Filme angeschaut. Großartige Filme. Predestination. Ethan Hawke, Zeitreisenfilm. Supergeil, wenn du Zeitreisen magst. Predestination. Und Upgrade. Upgrade. So gut. So gut, der Film. Direkt 5 Sterne gegeben. Dein Schwiegervater spielt regelmäßig. Ich meine, es müssen ja Leute spielen, damit Geld drin ist. Man könnte ja die eine Person sein. Predestination, Vorbestimmung, Predestination. Upgrade ist richtig geil. Ich saß bei dem Film danach wirklich so und dachte mir, wow, direkt 5 Sterne gegeben. Ich fand das Ende so perfekt. Morabe. Warum läuft das Spiel gerade so gut gleichzeitig? Never mind. Hallo Sockenbart. Und ich habe ein Ladybar gefunden letztens im Ei. Ich habe ein bisschen Eier gebrütet, während ich die Filme angeschaut habe. Ladybar. Jetzt habe ich 4 Ladybars. Und es war direkt weiblich, das letzte, was ich gebraucht habe. Das heißt, ich habe angefangen damit, weil ich habe ein Ladybar auf Go gefunden. Und dann muss ich jetzt die anderen 3 auch holen. Und dann war es, glaube ich, wirklich männlich, männlich, weiblich. Perfekt. Fertig. Natürlich wäre es schön gewesen, noch ein weibliches jetzt zu haben, um das Go zu ersetzen, aber... Gibt es noch Zugang zum Discord? Musst du mir leider einen Account anlegen und komme nicht mehr rein. Ja, ich habe den Discord erstmal dicht gemacht. Kannst nochmal in 2 Wochen fragen. Aber du kannst, was ist denn dein Anliegen? Wir können dir auch hier helfen. Zack, zack. Ich glaube, ich kann das BP-Farming auch wieder ausmachen auf dem Discord, oder? Es macht auch keiner mehr. Gen 9 ist tot. Sie haben Gen 9 gekillt. Gen 9 könnte so relevant bleiben. Aber sie haben es gekillt.
Ich habe noch gar keine Punkte gefarmt. Ich werde mich hassen, wenn es soweit ist. Ja, weil dann macht's keiner mehr mit dir. Ganz wirklich. Dann wirst du die Legis. Also es ist das Einzige, warum du das machst, ist um ein paar Sachen zu kaufen, aber halt um die Legis freizuschalten. Die wirst du dann nie freischalten. Frau Lex, hallo. Du hast deinen Account verloren? Legis freischalten? Ja, die Legis kannst du nur freischalten, indem du Multiplayer-Events machst. Also diese Multiplayer-Spiele machst beim BP-Farmen. Ah, wer braucht schon die Legis in Gen 9? Niemand. Ich glaube, ich werde nie einen Living Dex haben, aber die Edition neu kaufen hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube, 4 der Legis musst du Multiplayer machen. Wie war der Start in die Woche? Blöd. Ich versuche zurzeit den Void Glitch zu machen in Gen 4. Und ich habe da heute ein bisschen mit rumgespielt mit dem Void Glitch. Und bin direkt in der Void hängen geblieben. Und komme nicht mehr raus. Und muss meinen Spielstand löschen. Was ist das nochmal? Das ist, du kannst einen Glitch machen, der heißt Tweaking. Und dann kannst du halt auf der ganzen Karte dich bewegen, aber ohne die Karte zu sehen. Also alles ist schwarz, die Void. Und dann läufst du da rum, um halt überall hinzukommen, wo du willst. Heißt, du kannst direkt zu den Top 4 gehen. Du kannst aber auch zu Shaman gehen, zu Darkrai gehen und zu Arceus gehen. Und ich bin halt auch zu Arceus gekommen, aber habe dann geguckt, ob ich den Weg noch irgendwie optimieren kann, sodass man irgendwie zwischendrin speichert, um nicht so viel neu zu machen, wenn man was falsch macht. Dann habe ich an der Stelle gespeichert, an der ich nicht hätte speichern sollen. Moment, gab es in Gen 4 schon Backup-Saves? Nee, ne? Das könnte ich noch probieren. Gibt's Backup-Saves? Gen... Warte. Freue mich schon, wenn ich am 15. endlich Saw X schauen kann. Der ist schon lange draußen. Aber vielleicht nicht in Deutschland. Das hasse ich so sehr an den Remakes. Immer wenn ich jetzt was über Diamond und Pearl wissen will, kommen die dummen Remakes. Ich habe nicht geschrieben Brilliant Diamond und Shining Pearl. Hör auf, mir BDSP vorzuschlagen. Das kommt nur BDSP. Wahrscheinlich gibt es keinen für Gen 4. Ja, ist nicht so schlimm, mein Save. Ich habe den Save ja nur angefangen, deswegen. Ich muss einfach neu den Save neu anfangen und wieder bis dahin spielen. Man muss so weit spielen, dass man fliegen kann. Also so, keine Ahnung, ich glaube 4 Orden machen. Ist nicht mein wertvoller Spielstand. Wahrscheinlich geht's nicht. Das Remake wird mehr gegoogelt. Ja. Muss mein DS-Ladekabel suchen, habe dein Pokémon-Bankvideo gesehen und will es ausprobieren. Was willst du denn ausprobieren? Hallo Icke.
Ob ich Bank noch zum Download bekomme? Ja, nee. Tust du nicht. Aber probier's aus. Ich werde einfach Diamant wieder von vorne anfangen. Wenn es mit Perl auch gehen würde, Mann, dann könnte ich einfach mit Perl weitermachen. Aber mit Perl geht's halt nicht. Da muss ich halt Diamant einfach wieder machen. Gebt mir definitiv stärkere Pokémon aus meinen anderen Spielen, mit denen ich gegen Arceus ankomme. Ich bin gestern auf eine richtig fiese Phishing-Nachricht reingefallen. Normalerweise merke ich das immer sofort, aber gestern kam die Nachricht in einem aktiven Chatverlauf mit einem Hotel auf Booking.com. Richtig assi. Auf Discord oder wo? Ja, manchmal sind die smart. Manchmal sind die intelligent und versuchen sogar genauso in der Booking-App sogar. Oh mein Gott. Manchmal sind die smart und schreiben wirklich dann so, wie jemand schreiben würde. Auf Masse gesehen funktioniert es halt leider. Aber hast du jetzt einfach nur deinen Booking-Account verloren oder ist es wie ein Virus? Hat es sich verbreitet? In dem Chat mit dem Hotel, wo ich die Bestätigung für Rotterdam bekommen habe. Geht ihr nach Rotterdam, nach TwitchCon oder ist es einfach zufällig? Wir sind da. Ey, ich check die Welt nicht mehr. So, Amsterdam war cool. Dann denke ich mir, okay, geil. Paris wird sicher auch geil. Buch alles für Paris. Paris war kacke. Voll früh gebucht, alles safe. Okay, kacke. Keiner ist hingegangen, ich habe viel zu früh gebucht. Hätte mich eigentlich umentschieden. Aber dann hatte ich schon alles. Alle anderen sind nicht hingegangen, weil Paris, oh nein. Bin ich da in Paris, war okay, war lang nicht so gut wie Amsterdam. Dann sage ich dieses Jahr, okay, keine TwitchCon mehr, wird eh kacke. Und dann ist zur gleichen Zeit Dokumi. Sage ich diesmal, okay, gehe ich halt zur Dokumi. Und auf einmal sagen alle, sie gehen auf die TwitchCon. Was ist mit euch? Ich werde diesmal nichts früher buchen, sondern einfach kurz davor, um sicherzugehen, dass ich diesmal die richtige Entscheidung treffe, wo ich hingehe. Aber Dito geht jetzt auch auf die TwitchCon. Ihr geht auf die TwitchCon. Dieses Jahr wird wieder geil. Ja, genau. Wahrscheinlich das Jahr, wo ich nicht da bin. Dokumi wäre halt cool, weil da sind dann auch Leute, da sind eher Leute, die mich kennen, um das Ego zu polieren. Aber TwitchCon ist halt cool, um die Leute zu treffen. Nächstes Jahr dann. Aber TwitchCon ist jetzt immer in Rotterdam. Ich gehe Dokumi, ciao. Zumindest bis 2026. Achso, ich dachte, sie haben sogar... Haben sie ein Datum genannt? Okay. Ich kenne Leute aus der Cosplay-Szene. Du willst mir sagen, dass bei der Dokumi niemand hingeht, der Pokémon kennt? Da ist doch jeder am Pokémon spielen. Genshin noch mehr wahrscheinlich, aber... Nee. Dann gehe ich halt auch auf die TwitchCon. Rotterdam. Ah, ich buche diesmal nicht so früh. Und wenn ich dann Probleme habe, mir egal. Ich finde irgendwas.
Und wenn ich ins Hilton gehe, dann erstmal in der Früh um 8 in die Sauna gehe. Und dann komme ich frisch poliert. Frisch poliert? Die Glatze frisch poliert. Auf die TwitchCon. Komm nach Österreich, aber da ist keine TwitchCon. TwitchCon Austria. Alle am Skifahren. Dieses Jahr reise ich so viel. Berlin, Köln, Barcelona, andersrum, Barcelona, Köln, nee, Barcelona, Berlin, Köln, München, Rotterdam, Kanada. Was noch? Reicht. Nochmal München. Eins, zwei, drei, vier. Kanada, viel besser als alles. Das ist zumindest mein Plan. Weltreise, das ist was anderes. Du gönnst dir jetzt auch Oppenheimer. Do it. Aber das ist ein Film, den man eigentlich im Kino anschauen sollte. Der Moment, auf den der Film hinarbeitet, der ist sicher nur im Kino geil. Und selbst im Kino war ich etwas underwhelmed beim Big Boom. Das sagen viele. Er hätte CGI machen sollen. Anstatt so eine kleine Hintergartenexplosion. Bam, 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 bam. Der war gut, der Film. Der wirkt schon während des Films nach, ja. Dein letzter Film im Kino war Guardians of the Galaxy 3. Der erste ist immer noch der beste. Aber 3 war okay. Habe ich auch im Kino gesehen. Wir wollen als nächstes diesen... Oh Gott, wie heißt der? Strange Lights? Nee, wie heißt der? Mit Adam Scott? Ist es Adam Scott? Heißt der? Nee, der heißt nicht Adam Scott. Oh, fuck. Oppenheimer ist ein großartiger Film, aber die Explosion war... Nicht, dass man jetzt sagt, nicht, dass man jetzt wegen der Explosion ins Kino geht. Aber ich habe mehr erwartet von der Explosion. Jason Statham hat wieder sich selbst gespielt. Wo? Jason Statham? Wo hat Jason Statham The Barkeeper gesehen? Der war auch richtig geil. Der macht noch Filme, der Jason... Ich habe am Samstag Upgrade geguckt, dann musste ich dauernd an Crank denken. Ach, Beekeeper. Crank war doch auch Jason Statham. Und Upgrade ist ein bisschen wie Crank, nur viel besser. Upgrade, oh mein Gott, war der gut. Upgrade war so gut. Statham. Ist das nicht sogar mit einem leichten TH? Sagt er mir mal, Jason Statham. Jason Statham. Dein letzter Kinofilm war Star Wars 9. Warte mal, dein Zettelchen. Drarod, man sieht dich kaum, aber du bist ein Vermiebs. Sogar ein Dreier-Vermiebs. Jason Statham. Dune 2. Ich wollte Godzilla Minus One im Kino sehen, aber gibt's nicht mehr. Godzilla Minus One. Wie hieß der andere Godzilla-Film davor? Der soll auch so gut gewesen sein. Shin Gojira. Shin Godzilla, glaube ich. Der soll auch gut sein.
Aber ich glaube, ansonsten werde ich das nächste Mal richtig ins Kino gehen zu Dune 2. Und mein letzter Kinofilm war Boy and the Heron. War ich auch ein bisschen underwhelmed. Fluss Gorgon, du lebst im Fluss als Relikant. Eins, zwei, drei, vier. Ich erinnere mich an meinen ersten Kinofilm, Pinocchio. Der Pinocchio, gezeichnete Pinocchio-Film. Und direkt zweimal hintereinander auch, glaube ich, in das Kino gegangen. Und ich weiß noch, wie die Szene, wo Pinocchio die Zigarre raucht und dann zum Esel wird, war richtig Horror. Das war richtig, hat richtig Angst als Kind. Das war mein erster Kinofilm in München in einem geilen kleinen Kino, wo wir immer später auch noch hingegangen sind. Es gibt es auch immer noch. Theater. Oh Gott. Super klein. Da gibt's sogar. Also da gibt's keine Platz. Also du musst selber früh genug da sein und dir den Platz aussuchen in dem Kino. Ist aber hier auch so bei vielen Kinos. Und dann gibt's das Problem, es gibt einen Sitz, da sitzt du vor einer Säule. Das ist okay. Ich glaube, Lichttheater. Lichttheater. Genau. Da habe ich meinen ersten Kinofilm gesehen, Pinocchio. Keine Ahnung, was der zweite war. Ich kann mich nicht erinnern, Toy Story vielleicht. Wenn ich zurückdenke, kann ich mich noch an Harry Potter und der Herr der Ringe erinnern. Wie jung bist du? Herr der Ringe war ich ein erwachsener Mann. Nee, war ich nicht. Aber an Herr der Ringe erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, da war ich, keine Ahnung, 12. Das Kino kenne ich auch sogar. Theaterlichtspieler ist es, oder? Theaterlichtspiele, glaube ich. Kleines am Rosenheimer Platz, kleines Kino. Und da ist eine so eine Säule und wenn du blöd sitzt, hast du die Säule vorm Gesicht. Hatte ich nie, aber. Wie bekomme ich Venus Liebes in Gen 4 im Pokéball? Venus Liebes im Safari-Ball fangen und dann einmal brüten. Könnt ihr euch nicht an euren ersten Kinofilm erinnern? Ihr hasst Filme anscheinend. Warum hasst ihr Filme? Layla, hasst ihr auch Filme? Warum hasst ihr Filme? Könnt ihr euch an euren ersten Kinofilm erinnern? Layla, hallo. Strenge Mieze, Dr. Kismo, Kasmo, Xmo. Hey, 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 Skoll. Tarzan? Der Disney-Tarzan oder der allererste Tarzan aus irgendwie 1920? Hallo, Crazy Kurkuma. Rio Filmpalast? Nee, es ist nicht ganz am Rosenheimer Platz, es ist unten. Unten beim Deutschen Museum ist ein Kino, das heißt Theaterlichtspiele, glaube ich. Hallo! Dankeschön für den Raid. Wir spielen Pokémon Kolosseum viermal gleichzeitig, denn einmal wäre zu langweilig und viel zu langsam, da wir uns in der Zeit des der Schnelligkeit befinden. Muss alles schneller, stronger und faster sein. Lichtspielhaus, ja. Lichtspielhaus? Theaterlichtspiele? Lichtspielhaus. Heißt es Lichtspielhaus? Vielleicht. Ich liebe Filme, aber der erste Kinofilm, das ist doch locker 18 Jahre her, mein armes Gedächtnis. Bei mir ist 30 Jahre her und ich weiß es noch. Pinocchio. Wann kam Pinocchio raus? Vielleicht war das auch gar nicht die erste Ausstrahlung, weil Pinocchio ist, glaube ich, richtig alt. So wie Bambi ist, glaube ich, auch einfach sackenalt. Du hast Pokémon im Kino gesehen?
Pokémon 3. Fucking Weeps. Da, 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 da. König der Löwen, zweiter Romeo und Julia, dritter Titanic. Okay, ich weiß nur den ersten. Ich weiß, dass meine Schwester König der Löwen und Ariel gesehen hat, aber ich glaube, da war ich nicht dabei. 1940 ist Pinocchio. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Warum lief der dann, als ich, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt bei uns im Kino? Weil der einfach dann damals eine deutsche Synchronisation gekriegt hat? Oder weil Filme einfach immer wieder im Kino laufen? Krass, ne? Erster Kinobesuch. Da erinnerst du dich nicht dran, ihr hasst alle Filme. Ich glaube, meine Eltern waren von der ekligen Sorte, die kleine Kinder mit ins Kino genommen haben. Disney hat ganz oft Filme nochmal im Kino gezeigt. Kann auch wirklich sein, dass Synchronisation erst viel später ein Ding war. Glaubt ihr, Pinocchio in 1940 wurde schon auf Deutsch übersetzt und konnte man in Deutschland im Kino anschauen? Also kann sein. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn die ersten amerikanischen Filme auf Deutsch in Deutschland 1970 kamen oder so. Museumlichtspiele, so heißt es, genau. Ein Kino genannt Museum. Das war immer verwirrend. Da habe ich Pinocchio gesehen, mein erster Kinofilm. Hab vom ersten Mal Kino noch die Mew-Karte. Hm. Ich sollte eigentlich auch diese Mew-Karte haben. Ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ob die Mew-Karte dabei ist in meinem Ordner. Pinocchio war cool, aber er war wirklich diese eine Stelle, wo der die Zigarre raucht und dann ist alles so... Halt, dann ist er so stoned und dann wachsen ihm auf einmal die Eselsachen. Ich fand das so gruselig als Kind. Wisst ihr noch eure allererste Erinnerung, die ihr jemals hattet? Deine Mew-Karte wurde viermal mitgewaschen? Trotzdem immer noch 100 Euro wert? Ja, ich hatte auch die ganzen Disney-Filme, Ariel und so. Ich hatte die alle auch auf VHS. Dann war Jurassic Park. Warst du da schon 16? Meine allererste Erinnerung ist eine gelbe Taschenlampe und eine Carrera-Bahn zum dritten Geburtstag. Dein Vater hat dich durch den Rhein getragen, bist du ertrunken und hat er dich dann retten müssen. Dein erster Film war Ratatouille, bist du 5? Der Film ist doch erst letztes Jahr rausgekommen oder so. Bernhard und Bianca war meine erste VHS. Bernhard! Steinhard wie ein Roger. Nee. Meine allererste Erinnerung ist mein erster Tag Kindergarten. Keine Ahnung, wie alt ich da war. Wahrscheinlich 4, 5. Und ich erinnere mich, dass ich Schlümpfe geguckt habe in der Früh
Und dann hieß es auf einmal, kleiner Leopold, heute ist dein erster Kindergartentag. Und dann sind wir zum Kindergarten gefahren. Und dann, ich war ein unglaublicher Rockzipfelhalter. Also ich war immer am Rock meiner Mutter, die nie Röcke getragen hat. Und dann musste ich da bleiben und meine Mutter musste weg. Ganz schlimm. Und dann wurde ich abgelenkt mit einem, da kam auf einmal ein anderes Kind auf einem Dreirad, so wie in The Shining, so angeradelt. Dann haben sie gesagt, guck mal, das ist der und der. Der hat heute auch seinen ersten Tag hier. Und das war dann mein allererster Freund, den ich viele Jahre dann auch gekannt habe. Und das war meine erste Erinnerung. In den Kindergarten zu gehen, ich saß im Schlafzimmer und habe Schlümpfe geguckt. Und dann sind wir zum Kindergarten gefahren und dann habe ich geweint. Und dann kam mein allererster Freund angeradelt auf seinem Dreirad. Das muss so markant gewesen sein, die Erinnerung, dass sie sich ist. Es war die erste, die sich festgesetzt hat. Deine erste Erinnerung war an Dreirad, dass du mit 2, 3 bekommen hast. So früh, ich weiß nicht, wann man in den Kindergarten geht, aber ich glaube, ich war da 4 oder so, 4, 5. Das Personal hat mich Hellsusi genannt. Oh, heute würden die nicht nur entlassen werden, die dürften nie wieder mit Kindern arbeiten. Ist ja, die Helikoptereltern hätten schon längst die ins Gefängnis gepackt. Das hat die 2 Jahre durchgezogen. Die Layla ist die Heulsusi. Ich habe auch beim Einschultag, beim ersten Tag in der Schule, war auch auf einmal so, wie, du gehst weg. So eine riesigen Turnhalle, alle saßen da und meine Mutter saß neben mir und irgendwann hat sie gesagt, ich gehe jetzt zu den Eltern weg, okay. Nein! Nur so 5 Meter hinter mich zu den Eltern stellen, war schon der Horror. Also ist das, wenn man Einzelkind ist. Da hast du nur deine Eltern. Und dann irgendwann Freunde. Du bist einmal aus dem Kindergarten abgehauen. Verbrecher. Du bist nachts aus deinem Gitterbettchen geklettert. Das ist deine erste Erinnerung. Oh mein Gott. Ist man da nicht ein Baby? Was ich auch interessant finde, aber wenn man so zurückdenkt, man war ja winzig. Aber die Erinnerungen sind nicht winzig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zu Erwachsenen hochgeguckt habe. Keine Ahnung. Vor allem irgendwie erinnere ich mich da auch so, nicht dritte Perspektive, aber es ist, die Erinnerungen sind einfach da, aber ich kann sie nicht. Ich habe das Gefühl, die sind schon irgendwie so gottes-like. Die sind schon Ego-Perspektive. Ich erinnere mich schon, dass ich so den Anradeln gesehen habe mit seinem Dreirad. Also es ist schwer vorzustellen, dass man irgendwann mal so einen Meter über dem Boden war. Und wenn man dann später in der 10. Klasse war, laufen auf einmal diese kleinen Kinder um einen rum. Man denkt sich so, man war selber mal einer von diesen kleinen Kindern. Man kann sich es nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar, wie man mal nur 1 Meter über dem Boden war. Das ist unvorstellbar, der Gedanke, finde ich. Der Kraftaufwand. Am nächsten Tag. Lex wacht auf mit Muskelkater in den 10 cm langen Armen. Oh, Mutti, du. Hast du mal Magnesium? Oh, warte. 1, 2, 3, 4. Die hat mir die Türe gegen die Stirn geknallt und meine Eltern erzählt, ich wäre dagegen gerannt, als sie mich abholen kam, weil es genäht werden musste. Netflix macht bald eine Doku über dich. Sie hat es nicht absichtlich gemacht. Bon. Das ist wie das Baby aus
Layers of Fear, was gegen die Wand rennt. Boom. Ratatouille von 2007. Ja, also bist du ungefähr 5, wenn du 2007 das erste Mal im Kino warst. Das ist ja, das war gestern. Du hast an deinem ersten Schultag deiner Sitznachbarin einen Stift in die Hand gerammt. Nice. Gleich mal Revier. Das Revier abstecken. Einer hat bei uns dem Sitznachbarn den... Das war aber lustig. Das war nicht böse, das war einfach so hihi. Den Zirkel in den Nacken gerammt. Er saß einfach da, hat nach unten geguckt und dann nimmt sie so den Zirkel. Das ist echt voll krass. Ich erinnere mich noch, dass er auf einmal schreit, hast du mir gerade den Zirkel in den Nacken gerammt? Ja, hihihi. Naja, andere Zeiten. Ne, andere Zeiten. Mettler halt. Das war die Mettler-Clique. Klingt sehr lustig schon, oder? Ach geil, du hast den Freund von den Kindergartenfreund wieder getroffen, Mr. Divos. Zufällig. Geil. Ich bin mit 2 Jahren abgehauen, habe ein Köfferchen genommen und habe zu meiner Mama gesagt, ich hau jetzt ab. Meine Mama hat dann nur ja gesagt und weg war ich. 200 Meter später hat mich die Tochter meiner Patentante eingefangen. Auch damals stand Lehrer schon mit einem Bein im Knast. Ja, unser Musiklehrer hat gern ein bisschen getrunken und roch immer nach Alkohol. Deswegen waren wir nicht sehr verwundert, als wir eines Morgens feststellen mussten, dass unsere Kunstlehrerin nicht da war. Okay, es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Aber der hat unsere Kunstlehrerin umgefahren. Hat sich das Bein gebrochen oder ein Arm. Ich glaube, die kam ein paar Tage später mit dem Gips um den Arm dann in die Schule. Der Musiklehrer hat einfach aus Versehen unsere Kunstlehrerin überfahren. Angefahren? Den Arm überfahren? Keine Ahnung. Unser alter Physiklehrer auch. Wir waren immer sehr gut drauf nach den Physikstunden, weil er auch nie gelüftet hat. Achso, du meinst, ihr seid betrunken geworden von seinem Atem? Ist das möglich? Du bist 2001 geboren, ja, dann ist ja alles richtig, was ich gesagt habe. Du bist 5. Bist du 5? Sorry, das haben wir immer gesagt. Wenn irgendjemand etwas sagt, was unfassbar. Bist du 5? Mein alter Werklehrer hat auch gesoffen. War scheinbar gang und gäbe. Mein Klavierlehrer hat uns verprügelt. Nee, nicht verprügelt. Mein Klavierlehrer war der schlimmste Lehrer von allen. Ich hatte ein paar schlimme Lehrer. Einer, wegen dem ich wirklich auch
durchgefallen bin, beziehungsweise, ne? Ich hätte auch nicht durchfallen müssen wegen dem, aber ich war trotzig. Dann habe ich gesagt, bitte, liebe Schule, geben Sie mir nie wieder diesen Lehrer. Und dann haben sie es tatsächlich gemacht. Ich hatte den Lehrer nie wieder. Und die Direktorin kam sogar am ersten Schultag zu mir und hat gesagt, passt es so? Und ich so, ja, dankeschön. Und hat den Lehrer nie wieder. Er war einfach ein Scheißlehrer. Aber alle haben den gehasst. Das war so ein Lehrer, der mit Lederhosen in die Schule gekommen ist. Also nicht mit bayerischen Lederhosen, sondern mit schwarzen, hautengen Lederhosen. Und hat sich dann, der stand dann manchmal, der hat so den Unterricht angefangen, am Ende des Unterrichts stand er dann so da. Also fast im Spagat. Einfach weil er konnte, keine Ahnung. Weil er so flexibel war, weil, keine Ahnung. Bim, 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 bidi, bim, 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 bim. Gerade der Klavierlehrer, den dann deine Eltern extra bezahlt haben. Nee. Das wäre natürlich nicht durchgegangen. Was eigentlich traurig ist. ich war auf einer musischen Schule. Musisches Gymnasium. Und habe, also wo die Muse unterstützt wird. Das heißt, Kunst und Musik sind sehr wichtig. Würde ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr Kinder habt und ihr überlegt, auf welche Schule, macht ein musisches Gymnasium. Kreativität ist cool. Und sorgt auch dafür, dass die Schule, sag ich und sagen viele bei uns, haben viele das gesagt, dass die Schule deswegen so friedlich war. Friedlicher, als man von anderen Schulen hört. Weil kreative Menschen einfach, keine Ahnung, ist halt ein Outlet. Ist halt schön. Und ja, und da hatte einmal die Woche Klavierunterricht oder Geige oder Schlagzeug, was auch immer du dir ausgesucht hast. Und Schlagzeug hieß nicht, dass du Schlagzeug spielst, sondern Schlagzeug war Percussion. Einer von uns hat Percussion gemacht und das war auch krass. Also er hat dann ein Xylophon gespielt, aber mit so 4 Sticks und so und dann auch Snare und dann mit Snare so richtige Takte und das war krass. Und ich habe nicht Abitur in Musik gemacht, aber viele von uns haben Musik Abitur gemacht auch. Wo du vom Blatt spielen musst und so weiter. Blatt spielen konnte ich überhaupt nicht. Aber ich hatte den allgemein am aller auch gesagt, ist der schlimmste Musiklehrer von allen. Und ich habe mir in den letzten Jahren nur 6er von ihm geben lassen, weil es mir egal war, weil ich gut genug in Theorie war, dass es ausgeglichen wurde. Hat er gesagt, okay, gebe ich ihm nur noch 6er, passt. Und ich bin einfach nicht mehr gekommen, er hat mir nur noch 6er gegeben. Weil der hat die Noten zerrissen. Der hat Noten zerrissen, der hat dir auf die Finger geschlagen und so. Der ist ausgerastet, wenn du nicht gelernt hast, wenn du nicht geübt hast. Und wenn so ein Lehrer war, wenn Lehrer so war bei mir, habe ich aus Trotz nicht gelernt. So bin ich immer noch, wenn ihr das merkt. Wenn ihr mir Tipps in dem Spiel gebt, mache ich extra nicht das. Keine Ahnung warum. Fing deine Schule mit P an? Ja, sind wir auf die gleiche Schule gegangen. Meanwhile, unsere musikalische Gymnasium. Wir haben 2 Bläserklassen, Holz und Blech, wählt weise. Mein Physiklehrer war cool. Er wurde mal von der Polizei erwischt, weil er etwas zu schnell gefahren ist. Er hat denen dann vorgerechnet, dass er gar nicht zu schnell gefahren sein kann. Das war so plausibel, dass er ohne Vorwarnung, ohne Verwarnung davon gekommen ist. Geil. Das hat unser Rektor mal erzählt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber der hat gesagt, er wurde letztens geblitzt. Unser Rektor hat nämlich auch, ich glaube, Mathematik unterrichtet. Den hatten wir dann mal manchmal. Ich glaube, ein Jahr lang hatte ich den als Mathelehrer. Und der war gut. Und dann hat er einmal nur so beiläufig gesagt, oh Mann, ich wurde gestern geblitzt, ey, so kacke. Zum Glück habe ich kein Schild. Wie heißen die Dinger? Nummernschild. Mann, ich wurde gestern geblitzt, ey. Zum Glück habe ich kein Nummernschild gestern drauf gehabt. Ich so, what?
Warte mal, warum habe ich unten rechts die zwei Charaktere? Die habe ich noch nie gesehen. Was sind das für zwei Charaktere, die rote Kleidung tragen? Nein. Mr. Devos, dankeschön, dass Sie 19 Monate abonniert haben. Hallo. Über euch haben wir uns immer lustig gemacht. Warum? Weil wir die Kreativen sind, die cool sind. Hä, auf welcher Schule warst du denn, dass ihr euch über uns lustig macht? Hä, warum? Nur weil wir nicht Sport als Leistungskurs haben, sondern Musik? Ja, ja, ja. Damals habt ihr gelacht. Und jetzt sind wir alle... Einer meiner Kumpel ist Opernsänger, erfolgreicher Opernsänger. Der andere ist Dirigent, erfolgreicher Dirigent. Schon cool. Die wenigsten sind natürlich irgendwas Kreatives geworden dann. Also richtig, wie die jetzt zum Beispiel. Wir hatten nur Angst vor den Sportgymis, mathematisches, naturwissenschaftliches. MPG, kenne ich nicht. Wie könnt ihr euch über eine andere Schule... Wir haben nie über andere Schulen geredet. Wir kannten gar keine anderen Schulen. Also wir haben unsere Zeit damit verbracht, Blockflöte zu spielen und im Kreis Kumbayama-Lord zu singen. Hä? Während ihr eure Fünftklässler in Toiletten eingesperrt habt und verprügelt habt, haben wir Kumbayama-Lord gesungen. Damit der Anblick des Vibes daheim noch aufregend bleibt. Man kann den Kolosseum shiny hunten. Yep. Wir hatten Wettkämpfe gegen andere Gimmies in allen möglichen. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir irgendwas hatten. Aber es gab ja auch so Sachen, was man mal hört, dass Leute sich gegen, also dass Schulen gegenseitig sich Sachen klauen. Das hatten wir nie. Ahnung. Aber es ist lustig, dass du das kennst. Dass ihr euch drüber lustig gemacht habt. Was war dein Schnitt? Was war dein Abi-Schnitt? Aha. Ja, sicher besser als meiner. Das sind MINT-Schulen, die halten sich für was Besseres. Ist normal, meine war auch so. Wir waren was Besseres. Ich wäre auch fast auf so eine gegangen, mathematisch, weil die um die Ecke war. Aber zum Glück nicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich auf einem musischen Gymnasium war. Wie gesagt, es war wirklich sehr friedlich und die Musik hat mich zwar gestört, so krass, aber da fertig hatten wir halt einen anderen Scheiß. Mein Abi-Schnitt, keine Ahnung, eine 2, war aber an sich kacke, weil wir so unter Druck gesetzt wurden, weil wir der letzte G9-Jahrgang waren. Ja, wir waren der Vorletzte. Ja. Zwei, drei oder so. Meiner ist 2,8 und die höhere Zahl gewinnt. Haha. Wir waren der zweite Jahrgang mit Zentralabi. Ich weiß gar nicht, was das ist. Mein Zentralabi im Sinne von ganz Deutschland hat das gleiche Abi. Gibt es das inzwischen? Nee, oder? Auf meinen Abschluss der Ausbildung bin ich bis heute viel stolzer. Hm. Echt? Moment, es gibt Zentralabi? Seit wann? Ist das immer so? Hä, nein. Was? Es gibt doch keinen. Es gibt doch immer noch das Bayerische seit 2007. Okay, aber das ist optional.
Oder wie? Weil ich habe 2010. Also wie? Das muss ja, also ist das dann optional? Jedes Bundesland anders? Ja, aber Zentralabi sagt ja, dass das ein Abitur ist über alle Länder übergreifend. Bayern macht immer sein eigenes Ding. Wie, aber es ist doch schon immer so, oder es ist doch heute noch so, dass du sagst, das bayerische Abitur, das Berliner Abitur, das NRW-Abitur. Ratatouille war doch da im Kino, genau. Es hat die Welt verändert, das Jahr. Ist aber geil, wir haben immer gesagt, du bist hier in Bayern, du wirst das beste Abitur kriegen. Glaubst du, jemals hat irgendjemand interessiert, geschweige denn interessiert, was für einen Schnitt ich habe und geschweige denn überhaupt, ob es in welchem Bundesland ist. Aber gut, ich habe auch keine wirkliche normale Arbeitskarriere gehabt oder so. Jedes Bundesland hat ein zentrales Abi. Sind es dann das, was Privatschulen kriegen? Ich höre zum ersten Mal von Zentralabi. Ich dachte, jedes Bundesland hat sein eigenes Abi und gutes. Außer Rheinland-Pfalz machen alle länderspezifisches Zentralabitur. Aber wenn alle... Achso, alle machen länderspezifisches Zentralabitur. Hä? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ich dachte, zentral heißt, dass es alles gleich ist. Aber also doch länderspezifisch. Nicht bundesweit. Egal, Schule ist vorbei. Das ist mir schon zu viel. Zellen werden aktiviert. Zu viel Gedankenzellen, die gerade denken, das ist zu viel. Ich bin nur hier, um auf A zu drücken. Ja, deswegen meine ich, ich hatte keine normale Ausbildungskarriere. Deswegen. Ich habe auch einen Kumpel, der sich so in den Arsch beißt, dass er kein besseres Abi hatte, weil er es so schwer hatte, die ersten Jahre einen Platz zu kriegen. Und landesweites Abi, nicht bundesweit. Ich nix verstehen, ich nur 2,8 Abi. Lass mal Erdbeben machen und Entei umbringen. Fuck. Nächstes Thema. Was glaubt ihr, war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Nur richtige Antworten werden akzeptiert. Das können auch nur Leute wissen. Elite. Die Elite Deutschlands kann es wissen. Huhn. Hehe. Falsch. Arkes Ei Huhn. Richtiger. Hey, Hikaru. Recht? Huhn ist falsch. Ich dachte, ihr ratet mehr. Oder was heißt, oder ihr wisst es. Es ist einfach nur eine spirituelle Frage auch so. Was war zuerst, das Ei oder das Huhn? Also Ike hat schon mal gar keine Ahnung. Vor allem nicht, dass man Sarkasmus in Text nicht ausdrücken kann. Okay, nächste wichtige Frage.
versuche so ruhig zu stehen, dass ihr denkt, dass der Stream hängen geblieben ist. Vielleicht geht ihr dann leise. Mir fällt nämlich nichts mehr ein. War Ratatouille ein guter Film? Ein YouTuber hat das letztens nachgestellt. Max Fosch hat eine Ratte genommen und hatte so eine Konstruktion oben auf dem Kopf, wo die drin war. Und dann waren da zwei Löcher drin, wo sie riechen konnte. Und dann hat er die Zutaten hingehalten. Und je nachdem, wo die Ratte hingegangen ist, die Zutat hat er dann benutzt in dem Rezept. Hat nicht gut geklappt. Also er hat auch Ratatouille gemacht, aber da war dann irgendwie Ananas drin. Weil sie komischerweise zu Ananas gegangen ist, anstatt zum, keine Ahnung, zur Gurke. Eine Ratte mit Geschmack. Genau. Igitt Ananas. Ratatouille Hawaii. Ananas ist lecker. Nur halt nicht in Kombination mit anderen Sachen. Sondern nur in ihrer rohen Form. Ich bin gleich bei 2,9. Dann ist Schluss. Dann mache ich mit dem Void Glitch weiter. Aber ohne euch. Ihr seid schuld. Nein, ich bin schuld. Ah. Warum habe ich da gespeichert? Auf die Idee wäre ich nie gekommen, wenn ich das einfach alleine gemacht hätte. Oder wahrscheinlich wäre ich drauf. Ah, fuck. Du bist gemein. Ich weiß. Sag ich doch immer. Ah. Ich war noch nie in Rotterdam. Was ist da? Gibt's da Gras? Können wir da richtig eine reinkiffen? So lange, bis ich tatsächlich Arceus begegne. Mit Sicherheit. Windmühlen. Windmühlen gibt's da, glaube ich. Überall in Holland kannst du giffen. Auch in Niederlande. Ich weiß nicht, ob Rotterdam in Holland ist. Ich weiß gerade gar nicht, wo auf der Karte Rotterdam ist. Zweitgrößte Stadt. Ich glaube, das ist Holland, ja. Steht das hier? Ja. Das ist auch Holland. Genau wie Amsterdam. Holland sind die Niederlande. Oh, ich habe so gewartet, dass du das sagst, weil das stimmt nicht.
Holland ist kein Land. Holland ist so, wie wenn du sagst, Bayern wäre Deutschland. Was der Fall ist. Holland ist, also Bayern ist ein eigenes Land. Sollte auf jeden Fall so sein. Nope. Nee. Holland ist nur ein Bezirk, ein großes. Ich glaube sogar der größte Bereich in den Niederlanden, aber keine Ahnung. Niederlande ist das Land und Holland ist ein Bereich. Deswegen, ich wusste nicht, wo Rotterdam ist auf der Karte. Hätte sein können, dass es eben nicht in Holland ist. Ich wohne direkt neben den Kiffern. Kommen wir diesmal genau drauf raus. 86, 90, nein, schade. Wieder über 2 drüber. Wenn wir jemals bei einer Nullerzahl auf 2 drüber sind, dann bin ich doch um 2 verschoben. Warte mal, ist 2, 8, 8, 2 durch 4 teilbar? Nein! Oh mein Gott, ich muss irgendwann nur 2 Intakes machen. 1, 2, 3, 4. In der letzten Runde machen wir nur 2 Intakes, dass wir auf genau 2900 kommen. Ach stimmt, ihr könnt ja auch noch mit dem Auto einfach hinfahren. Oh Gott, ihr habt so gut. Vielleicht gibt es dieses Jahr wieder ein Shiny Hunting Treff. Auf der TwitchCon. Letztes Jahr gab es keins. Warum wohl? Inzwischen gibt es aber auch sehr viel mehr, die auch wirklich bekannt sind und groß sind. Es gab schon immer. Ich habe das Gefühl, es sind mehr geworden die letzten 2 Jahre. Habe ich gerade ein neues Spiel gestartet? Ja. Ach Mann, ey. Okay, das ist schon mal das eine, was wir... Wo wir jetzt die Ding holen. Eins weniger und dann noch eine Runde eins weniger. Ich darf aber jetzt nicht wirklich hier. Komme ich hier irgendwie da raus? Ah, neuer Name. Ja, hier bleibe ich. Wie wird unser Name lauten, nachdem ich Enter gefangen habe? Irgendwas mit A. A, A. A, A. B. Ich glaube, es wird A-A-A-A-B heißen. A-A. Ananas. The whole Shack Shimmy.
Was ist der Love Shack? Was machen die da? A, 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 B, C. Hallo Mario Kart Gemeinde. Auf das zu sagen, mir läuft der kalte Rücken runter. Eins, zwei, drei. Er spricht nur mich an, mit Gemeinde. Bist du eine Gemeinde? The whole shack shimmy. Nie wieder Mario Kart. Keine Angst. Das tue ich euch nicht nochmal an. In einem Jahr werde ich den Schmerz wieder vergessen haben. Dann machen wir es wieder. Jede Woche bitte? Nein! Ihr wisst ganz genau, wenn ich das jede Woche machen würde, nach dem dritten Mal wäre es langweilig. Wirklich. Es war schon nach 2 Stunden langweilig. In der ersten Stunde war es noch lustig, dass ich so kacke bin und mich aufrege, und dann war es schon nicht mehr lustig. Das ist, einmal die Woche wäre einfach langweilig. Das ist nur lustig, weil ich es einmal im Jahr mache und mich drüber aufrege. Dann kommen so wilde Geschichten wie Regenbogenstrecke rückwärts fahren. Ja, was ja wirklich Spaß gemacht hat, war Mario 64 mit Sprachsteuerung. Das war lustig. Am Schluss warst du schon gar nicht mehr gemein, nur noch verzweifelt. Übrigens, Lurk, du hast ja gesagt, du hast dir das angeschaut im VOD. Du kannst dir, wenn du es noch nicht weißt, vielleicht hast du Twitch-VOD gemeint, aber du kannst dir all die Streams auch auf YouTube anschauen. Was vielleicht angenehmer ist. Weil auf Twitch läuft, glaube ich, Werbung und auf YouTube läuft keine Werbung. Wenn dann nur am Anfang, glaube ich. Bibidi babidi boo. Bibidi babidi boo. Bibidi babidi boo. Ich glaube, Bibidi babidi boo war Mario. Ich glaube, bei Mario Kart waren es so Begriffe wie, was war das? Schnitzel, Schnitzel. Schnitzel. Bongo. Bongo. In Twitch habe ich keine, weil Sub in YouTube schon, aber die bringt wahrscheinlich mehr in YouTube oder wegen der Klicks. Es ist schwer zu sagen. Wenn du sowieso hier Sub bist und du schaust dir den VOD an, bringt es mir wahrscheinlich mehr Geld, weil du kriegst ja da auch Werbung, die ich dann kriege.
wofür ich dann Geld kriege, aber auf YouTube sollte eigentlich nur Werbung am Anfang sein, weil mein Kanal nicht monetarisiert ist. Und YouTube schaltet eigentlich nur Werbung am Anfang eines Videos, solange er nicht monetarisiert ist. Aber schau auf Twitch, du, klar. Die Klicks auf Twitch würden erst was bringen, also um auf YouTube monetarisiert zu sein, brauchst du 1000 Subscriber. Was, ne, sowieso schon. Das ist sowieso schon sau schwer. Also ist bei dem Kanal unmöglich, weil es ist ja nur ein Archivkanal. Und du brauchst, ich glaube, 14.000 angeschaute Stunden. 14.000 oder 24.000? Ich glaube 14.000 angeschaute Stunden. Dann sind es 4.000. Also 4.000 Mal ein Stream von mir anschauen und 1.000 E-Mails machen und Konten machen und schon haben wir nichts erreicht. Schau, wo du magst. Ich dachte nur, weil du Wots anschaust von mir, wollte ich es nochmal sagen, falls du es nicht mitgekriegt hast. Ich finde, auf YouTube guckt man besser Wots, weil irgendwie Twitch, erstmal Wots zu finden auf Twitch ist lang nicht so nice und dann klickst du drauf und dann guckst aber nicht alles an, kommst später wieder und gehst wieder auf Twitch und dann ist es aber nicht die gleiche Stelle. Es ist einfach nicht so gut gemacht wie YouTube. Aber dafür hast du den Chat an der Seite und weißt, auf was ich reagiere und sowas. Na, 4. Okay, dann müssen wir nächste Runde sind noch wieder nur 3. Hab dich in meiner Suchliste gespeichert, sind nur 3 Klicks. Nice. Bist du jetzt zufrieden mit deinem Namen? Oder hat irgendjemand was gesagt? Wo ist mein Arsch? Wo ist mein kleiner Arsch hin? Ich will Arsch zurück. Guck. Cosima, so ein wertvolles Teammitglied. Runny. Bin sauer, weil ich meine Stirn nicht sehen kann. Hier. Bist alt wie ein Dino. Rani, du musst uns, wenn wir in Berlin sind, musst du uns irgendwas empfehlen, wo wir hingehen können, was cool ist. Du kennst doch bestimmt die coolsten Ecken in Berlin. Keine Ahnung, irgendeine Metal-Bar oder ein Tätowierer. Ich? Ja. Du, der nur so von Berlin schwärmt ohne Ende?
Die einzige Person, die ich kenne, die sagt, dass Berlin schön ist? Du. Ich kenne keine coolen Sachen. Irgendwas muss doch an Berlin cool sein. Dass du es da magst. Sag mir, was es ist. Ach, das war ein Zitat von SpongeBob mit der Stirn? Da kommst du hier nicht weit. Berlin ist auch wunderschön. Dann sag, wo ich hin soll. Rockhaus, eher unbekannt in Prenzlauer Berg. Rockhaus? Okay. Dein TikTok, wie du Leo kennenlerntest, ist full muted worden. Was? Ich gehe doch selten in Bars. Ich kaufe mir was beim Späti und sitze an der Spree. Na ja, schau, ist doch schon mal ein Tipp. Wo ist dieser Späti? Und wo ist diese Spree? Hallo Gold Sachi. Du musst coole Ecken kennen, weil du immer irgendwo cool rumläufst. Und irgendwo in... Natürlich kennst du coole Sachen. Kommt drauf an, wann du da bist, sonst wird's kühl. März. Du hast ein Video hochgeladen, wo du Leo, wie du Leo gelernt hast und TikTok hat den Sound entfernt. Happens hat ein Video hochgeladen, wo er darüber redet, wie er mich kennengelernt hat. Das klingt nicht nach Happens. Was? Ich glaube, das war der Clip von dir. Ja. Wie er dein Mod wurde. Irgendwie sowas. Mariko? Mariko, hallo? März kann so oder so laufen. Okay, auf jeden Fall, ich erwarte eine DIN A4-Seite mit Sachen, die ich machen soll, wenn ich in Berlin bin. Der letzte Punkt ist Käffchen mit Runny. Oder vegane Weißmilchschokoladen Töff Töff Creme Brûlée. nope. 1, 2, 3. Stopp. 1, 2, 3. Okay. Das war's. Was für ein erfolgreicher Stream. Ich habe mich in der Void verirrt und komme nicht mehr raus. Muss das Spiel neu starten. Habe 100 Entei-Resets gemacht und es kam kein Entei. Aber wir sind auch noch nicht weit, aber es dauert lang. Vielen Dank fürs Dasein. Ich bin am Mittwoch wieder da. Morgen und heute Nacht werde ich diesen Void-Glitch perfektionieren und dann hoffentlich morgen ein Video dazu machen. Und am Mittwoch bin ich wieder da und vielleicht machen wir dann die drei legendären Eiern auf Level 1. Dann haben wir das auch mal gemacht. Die legendären Eier auf Level 1. Man kann zum Beispiel zu einem Pizzaladen gehen, der verkauft so 50 cm Pizzen und man kann jedes Viertel anders belegen lassen und der ist im schönen Kreuzberg. Okay. Solange ich da nicht verprügelt werde, weil ich Münchner bin. Ich bin wohl zu spät gekommen. Dann kannst du diesem wunderschönen Wort nachschauen auf youtube.de, com, arsch.at, Leos meint, ach, nee, was? At dein. At Leos Archiv.
So, und ich glaube, den ersten Berliner hier müssen wir langsam bannen, weil du mich nervst. So beenden wir den Stream. Dafür wirst du überall in Berlin verprügelt, ja. Pizza Parma am Schlesi kann auch echt empfehlen. Okay. Und gibt es auch irgendwelche Sachen, die vielleicht berlinerisch sind, anstatt Pizza? Falkos Pizza hat die Falco gegründet. Willst eine Currywurst? Zum Beispiel. Erstmal an die West Coast. Hey Wild Mikes, grüßt euch. One West Coast. Ach, dieses Jahr ist ganz viel Deutschland. Berlin, Köln und dann Rotterdam, TwitchCon. Kommt ihr doch mal auf eine TwitchCon. One West Coast. Nichts geplant gerade. Ich bin gerade am Aufhören. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Mittwoch bin ich wieder da. Das ist eine Falle, er hat noch nichts gebucht. Du bist auf TwitchCon, jetzt muss ich herkommen. Ich wollte ja, ich dachte nur wieder, es geht keiner. Aber alle gesagt haben, Dokumi ist am gleichen Datum. Also muss ich auf die Dokumi. Da dachte ich mir, okay, gehe ich halt auf die Dokumi. Aber jetzt sagen auf einmal alle TwitchCon. Wir sind Nachbarn, 3 Stunden bist du hier. Wenn du eine Currywurst möchtest, dann Currybaude am Gesundbrunnen oder Konopke an der Ebeswalder. Oh Gott. Was ist das für ein Namen? Wer kommt denn mit zu Dokumi? Du. Ivo und Artist. Dan war letzte Woche 2-mal in Dublin. Ciao, ich muss nicht mal rüberkommen, ihr seid ja hier. Meine Lieben, bis Mittwoch. Ich muss essen. Tüdelü, tüdelü, tschüss, 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 tschüss. Und danke. Danke. Bussi.